Schönen guten Abend im Radeberger Brauereiausschank zur Auftaktveranstaltung für den 70. Vereinsgeburtstag von Dynamo Dresden. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Begrüße Sie ganz herzlich. Ja, 70 Jahre Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. An was denken wir? Wir denken natürlich an die Gründung in der Schauburg. Wir denken an Meistertitel, an Pokalsiege, an Europacup-Schlachten in England, Italien, Spanien und natürlich hier bei uns in Dresden unter den legendären Giraffen. Wir denken an unfassbare Choreografien unserer Fans. Wir denken aber auch an Zwangsabstiege, an Uerdingen und Braunschweig und an Hasardeure, die den Verein an den Rand der Existenz gebracht haben. Wir alle jubeln und lachen mit Dynamo Dresden. Wir streiten und weinen mit der Sportgemeinschaft. Aber unser kleinster gemeinsamer Nenner ist eben das große weiße D auf dem weinroten Untergrund. Wir sind eine Gemeinschaft. Und so steht es auch im Leitsatz des Vereins. Wir sind die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Unsere Urkraft liegt im Zusammenhalt, erwachsen aus Erfolgen, Niederlagen und Umbrüchen. Unser Wappen tragen wir mit Stolz. Unser Auftritt ist geschlossen, auf dem Rasen, auf den Rängen, überall und zu jeder Zeit. Dieser Verein gehört zu dieser Stadt, zur Stadt Dresden, wie die Frauenkirche und der Dresdner Stollen. Heute wollen wir hier in Radeberg ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Wir wollen in die Zukunft schauen und wir wollen darüber reden, was passiert in den nächsten Wochen bis hin zum großen 70. Geburtstag am 12. April. Wir tun das mit einer illustren Runde. Ich freue mich sehr. Einen herzlichen guten Abend an den Präsidenten des Vereins, an Holger Scholze. Ich begrüße den kaufmännischen Geschäftsführer von Dynamo Dresden, Jürgen Wehland. Ich freue mich über einen unserer neuen Ehrenspielführer. Hallo und herzlich willkommen, Klaus Sammer. Klaus, das wird ein Heimspiel. Das wird ein Heimspiel. Ja, und auch er ist aktueller Spieler unserer Mannschaft, ist auch im Nachwuchs hier bei der SGD groß geworden, aus dem aktuellen Profiteam. Hallo und herzlich willkommen, Niklas Hauptmann. Ja, der Niklas hat auch so einen kleinen Fanclub mit. Einen schönen guten Abend natürlich auch an alle anderen Ehrenspielführer, an Vereinsvertreter, an einen Teil unserer aktuellen Mannschaft, an das Trainerteam und natürlich an die ganzen Würdenträger des Vereins und vor allem auch an die Fans, die heute hier in Radeberg sind und die Fans, die uns jetzt gerade beim Livestream zuschauen. Und ganz klar, an einem Tag wie heute denken wir natürlich an den größten Spieler des Vereins, der zur Legende hier geworden ist. Er ist die Legende der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, Dixi Dörner. Dixi wäre heute 72 Jahre alt geworden. Dixi, wir denken an dich, du fehlst und du bleibst unvergessen. So, jetzt starten wir in die Runde und vielleicht beginnt diese Runde ja auch mit dem Namen Dörner. Ich fange mal an, von links nach rechts von meiner Seite. Was geht euch eigentlich als erstes durch den Kopf, wenn ihr an Dynamo Dresden und den 70. Geburtstag denkt? Niklas. Ja, also die Europapokalzeiten und auch Dixi Dörner habe ich jetzt selber leider nicht erlebt. Das Erste, was mir in den Kopf kommt und das Erste, was sich bei mir eingeprägt hat, war damals 2004 das Aufstiegsspiel gegen Neumünster. Da war ich wahrscheinlich das erste Mal im Stadion mit meinem Papa, mit meinen Brüdern. Das Stadion war völlig überfüllt. Viel zu viele Leute, aber war einfach ein cooler Tag, natürlich der Aufstieg. Ich glaube, Jovanovic hat das Tor gemacht und das war so meine erste Berührung mit Dynamo und das Erste, was sich so wirklich eingeprägt hat. Mittlerweile sind es ein paar mehr Momente und Erinnerungen. Ja, das war dann die Rückkehr nach dem Zwangsabstieg aus der Bundesliga zurück in den bezahlten Fußball damals, der dadurch mit der Elf von Christoph Franke gelungen ist. Holger, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch ein Spiel, was du ganz besonders mit Dynamo Dresden in Verbindung bringst? Bei den Älteren sind es ja die Europacup-Schlachten, ob jetzt gegen Bayern München oder Liverpool. Bei den Jüngeren wahrscheinlich eher die Relegationsspiele gegen Osnabrück.
gegen Leverkusen oder das Pokalspiel gegen den Verein in der Nähe aus Halle. Wie sieht es bei dir aus? Jetzt willst du herausfinden, ob ich mich zu den Jüngeren oder den Älteren zähle. Du wirst mir sagen. Also, jeder von uns könnte allein 90 Minuten füllen mit Anekdoten und Geschichten und Erinnerungen, was er mit Dynamo Dresden verbindet, keine Frage. Bei mir sind es natürlich familiäre Erzählungen. 1971, das erste Double des DDR-Fußballs, ging natürlich an Dynamo Dresden. Und mein Vater hatte berufsbedingt als Uhrmachermeister die Ehre, die Pokale von Dynamo Dresden gravieren zu dürfen. Und ich bin als Säugling im Alter von 4 Wochen dort zum ersten Mal mit den Pokalen von Dynamo in Berührung gekommen. Und offensichtlich ist dort schon das Virus auf mich übergesprungen. Ja, und dann nimmt man das so wahr durch die älteren Brüder und durch meine Schwester, die Pokalschlachten natürlich im Europacup, keine Frage. Bayern München, da war ich noch zu jung, 1973. Aber das Spiel, bei dem ich zum allerersten Mal im Stadion war, war 1981 im Februar. Das Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena, 3:2 haben wir da gewonnen. Das 3:1 zwischenzeitlich erzielte Ralf Minge, weiß ich noch genau. Und das 3:2 kein geringerer als Eberhard Vogel auf Seiten der Jenenser. Also Legenden sind natürlich auch bei den Gegnern zu finden gewesen. Naja, und mein erstes Europacup-Spiel war 1985, das 3:0 gegen Rapid Wien. Eine unfassbare Atmosphäre nach jedem Tor und auch zwischendurch durch diesen Freudentaumel wurde man von wildfremden Menschen umarmt. Das war für mich damals als 14-Jähriger etwas befremdlich, aber irgendwie hat es dann doch natürlich viel Spaß gemacht. Klaus Sammer war damals Trainer. Also auch hier dann direkt die Verbindung schon da, naja, und viele weitere Spiele. Und als ich dann Pressesprecher wurde, um da 2, 3 rauszugreifen, dieses unfassbare Relegationsspiel in Osnabrück, allein das wäre eine Geschichte wert, aber dann dieses Pokalspiel zu Hause gegen Bayer Leverkusen. 0:3 lagen wir zurück bis zur 70. Minute, im Grunde chancenlos. Die Spieler waren verzweifelt in der Pause. Ich erinnere mich noch an Robert Koch, der hat gesagt, ich würde ja gern Pokalfight zeigen, aber ich komme gar nicht in die Zweikämpfe, weil der Ball immer schon wieder weg ist, wenn ich beim Leverkusener Spieler ankomme. Und dann haben wir dieses Ding irgendwie gedreht und dann natürlich mit Alex Schnetzler, mit seinem Lupfer da, den hat er davor und danach wahrscheinlich nie wieder so hinbekommen, aber dort, wo es notwendig war schon, und dann gewinnen wir das, ziehen in die nächste Runde, sensationell. Naja, und viele weitere Spiele dieser Art könnten wir jetzt noch aufzählen. Also dennoch bin ich heute ergriffen, und du hast es glücklicherweise erwähnt, von Dixi Dörner, ich habe den ganzen Tag an ihn gedacht. Das ist für mich natürlich mein Lieblingsspieler gewesen, es war genau meine Generation. Hansi Kreische war der Lieblingsspieler meiner älteren Brüder, aber so hat jeder hier im Saal natürlich seine besonderen Ikonen. Der ein oder andere, der uns jetzt vielleicht im Livestream zuschaut, wird sagen, die Ergriffenheit, drückt die sich in deinen Augen aus? Nee, das hat andere Gründe. Ja, meine Kinder haben gestern aus dem Kindergarten eine Bindehautentzündung mitgebracht und der Papi hat es direkt mal so übernommen. Ich habe vorhin scherzhaft zu den Spielern aus den 70ern gesagt, Mensch, ihr habt nicht mal so rote Augen nach 90 Minuten gehabt. Und da sagte Harti, schade, nee, aber unsere Gegner vor Angst schon vor Beginn des Spiels. Also auch da gibt es natürlich nettes Gefrotzel schon im Vorfeld. Klaus, wie ist es bei Ihnen? Sie haben ja nun wirklich Jahrzehnte diesen Verein geprägt, wie kein anderer hier auf der Bühne, vielleicht auch wie kein anderer mit im Saal. Was geht Ihnen bei 70 Jahren Dynamo Dresden durch den Kopf? Ja, ich habe damals den Wechsel gemacht von 1965 von SC Einheit zu Dynamo. Und da war einfach für mich schon ein großer Erfolg. Wir haben die letzten 4 Spiele gemacht mit Klaus Engels. Und das letzte Spiel war gegen Neubrandenburg und das war der Klassenerhalt. Das war für uns eine ganz große Geschichte, war das. Er hat ein Tor gemacht und ich habe meine 2 dazugegeben. Also wir haben dazu beigetragen, dass wir den Klassenerhalt in diese Richtung mitgehalten haben. Das war einfach schon ein riesengroßer Erfolg. Danach ging es mit Dynamo ein bisschen aufwärts. Wir haben dann international gespielt, in der Dodo, da gab es das noch, das gibt es jetzt nicht mehr. So, und dann kam der Abstieg und das war für mich der wichtigste Abstieg, denn es überhaupt, das war so wichtig, weil wir wurden gesteuert von Berlin, Dynamo, wir gehören dazu und dort hat sich das dann natürlich geändert. Und die haben sich dann die Dresdner dort gekümmert und die das damals, wie gesagt, beschlossen haben, dass wir auch die, sag mal, die schwarz-gelben Jerseys getragen haben, die haben sie dann natürlich, den Aufsichtsrat oder was es war, haben sie natürlich sofort entlassen. Aber das waren so kleine Schritte immer in Richtung Selbstständigkeit. Und danach gab es auch so
in dieser Zeit, 77, 78, wo wir dann wieder aufgestiegen sind, gab es dann auch Prämie. Wir haben vorher null Prämie gekriegt. So, und das war wirklich für uns eine riesengroße Geschichte. War das so. Was gab es für eine Prämie? Also das war zu hoch, kann ich jetzt nicht sagen. Nee, das war eine Welt für sich. Das war, da gab es viele, die konnten das sofort ausrechnen. Da gab es eine Mannschaftspunktwertung, so hoch 6. Dann als Spieler konntest du die höchste Punktwertung 6. Das wurde dann multipliziert miteinander. Dann waren die Tore noch 10 Mark dann ein Tor. Und für mehr Geschosse 25. Also es war ein heilloses Durcheinander. Das konnte kaum einer ausrechnen. Aber wir haben es dann am Ende rausgekriegt. Und das war an für sich die Zeit, wo man gesagt hat, jawohl, das war sehr, sehr wichtig. Das war der wichtigste Abstieg. Und damit will ich natürlich auch ein bisschen Hoffnungen machen. Ihr sollt nicht absteigen, die jetzige Zeit, sondern Klassenhalt und dann nächstes Jahr wieder aufsteigen. Das ist sehr, sehr wichtig, ist das. Und bei Ihnen, Jürgen Wieland? Ich bin in dieser Zeit natürlich dann auch Nationalspieler geworden, ja, etc. Und für mich waren natürlich die ganzen Europacup-Spiele, wir haben ja gegen die europäische Spitzenmannschaft gespielt, Liverpool, wie gesagt, Porto etc. Also es war sagenhaft, war das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, uns haben sie damals immer zusammengeschissen, da war der Fritsch. Wir waren alles Pflaumen, alles Nieden in diese Richtung. Und da haben wir erstmal mitgekriegt, ach, wir sind gar nicht so schlecht. Ja. Also es war für uns eine richtige Hoffnung, dass wir doch ein bisschen was gebracht haben. Und das war eine wunderbare Geschichte, war das. Und wie gesagt, ich bedauere an sich nur, ich habe dann nochmal Meister gemacht, das war dann nochmal 2 Jahre später. Nach dem Double. Und dann, das Schlimmste war für mich an sich dann, wo Bayern München kam. Ich durfte nie, sagen wir mal, als Olympiade, ich habe alle Qualifikationsspiele mitgemacht, durfte nicht nach München mitfahren. Der WM habe ich auch alle Qualifikationsspiele gemacht, durfte auch nicht mitfahren. Es war für mich schlimm. Und dann durfte ich mit nach München fahren, das haben die Dresdner dann wahrscheinlich gemacht, weil ich mitfahren durfte. Aber da habe ich mich natürlich geärgert, dass ich nicht mit zum Einsatz kam. Dann kam das Spiel hier in Dresden. Das war für mich natürlich eine riesengroße Enttäuschung. Beim ersten Mal, wo der Hoeneß durchlief, da sagte der Kreischein, saß mit verletzt auf der Bank. Ja, ach so, Walter Fritsch hat gesagt, sag mal, wir haben dich auf. So, und da sagte der Kreischein, ach so, jetzt ist gut genug, der alte Mann, jetzt kann er schwimmen. So. Schade, dass der Walter Fritsch mich nicht eingesetzt hat, denn vielleicht hätte ich das eine oder andere Tor verhindert. Ich will jetzt keine Schuld zusprechen, nicht. Aber es war für mich die ganz große Enttäuschung. Ich glaube, wir können es nicht mehr ändern, ja, im Nachgang. Ja. Ja. Jürgen Wieland, wie ist es bei Ihnen mit den Erinnerungen an Dynamo Dresden? Was geht Ihnen durch den Kopf bei 70 Jahren Sportgemeinschaft? Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt 2 Jahre hier und wird immer ganz, ganz ehrfürchtig und demütig, wenn ich die Geschichten höre, weil was geht mir durch den Kopf? Ich muss mich schon wieder entschuldigen, auch bei Klaus, weil als ich damals mich im Aufsichtsrat vorgestellt habe, war Dixi natürlich da und ich musste dort, war ganz vorsichtig, das zu sagen, aber für mich ist es die Zeit, eben hier aufgewachsen zu sein mit 4 Jahren, mit meinem 3 Jahre älteren Bruder, der bei Tabak gespielt hat. An der Karl-Roth-Straße gab es einen Ascheplatz, dort haben wir gebäppelt und ich war halt immer Hansi Kreische im Herzen. Ne? Das war so die Zeit und heute mit den beiden zu sitzen und die eine oder andere Geschichte zu hören von all den Spielen, die gerade schon auch zitiert wurden, das verbinde ich eigentlich so damit, die 70er Jahre, in denen ich hier aufgewachsen bin in Dresden. Und das sind dann Spiele wie gegen die Bayern eben halt. Oder also vieles kenne ich auch nur aus den Erzählungen, jetzt gerade das so 1:1 zu hören. Ich glaube, es war Torpedo Moskau oder so, das Winterspiel mit angespitzten Stollen und was man alles gehört hat. Also da gibt es so viele Geschichten, die ich mittlerweile auch gehört habe, wenn ich mal Gelegenheit habe, mit Leuten wie Klaus Sammer eben zusammensitzen, mit Hansi Kreische. Das ist einfach einzigartig. Und das ist so für mich die Erinnerung an die 70er Jahre und diese Verbindung und als Kind eben halt dann dort diesen großen Namen unterwegs gewesen zu sein. Das waren für mich damals schon Legenden und jetzt sitzen wir hier nebeneinander und das macht mich wirklich ehrfürchtig. Wie haben Sie die Verbindung, Sie sind ja dann in den 80er Jahren, haben Sie ja die Stadt verlassen, wie haben Sie die Bindung zu dem Verein aus Ihrer Stadt gehalten, zu Dynamo? Na, ich muss sagen, weniger, das muss ich ganz offen sagen, es waren dann andere, den Farben bin ich ein bisschen treu geblieben, ich bin ja direkt da nach Osnabrück gegangen und in der Nähe, das ist nicht weit nach Dortmund, sind 100 Kilometer,
Bin dann 2004 in den Profifußball gekommen und durch auch ehrenamtliche Gremienarbeit, die ich dann gemacht habe, und bei der Frage nach dem einem der prägendsten Spiele, das war für mich natürlich dann auf der falschen Seite sozusagen, für Lila-Weiß, für den VfL, die Relegation hier in Dresden im neuen Stadion. Es war das erste Mal, dass ich richtig ein Spiel in diesem Stadion so hautnah erlebt habe, auch die Atmosphäre, auch unten im Innenraum gestanden und das so mitbekommen habe und eigentlich schon vor Anpfiff wusste, das geht hier komplett in die Uhr. Ist es ja dann auch, und das war so ein prägender Moment nochmal. So, und aber dann später zwangsläufig, wenn du dann hauptamtlich 12, 13 bin ich hauptamtlich in den Profifußball rein, und da beschäftigst du dich automatisch mit Dynamo Dresden, weil das ist einfach eine Größe im deutschen Fußball, und in dem Umfeld der zweiten und dritten Liga, gerade wenn du diese, Holger hat es auch gesagt, diese Relegationen hattest, eben halt die beiden gerade nun kurz aufeinander, das ist dann schon prägend auch. Und man interessiert sich dann einfach natürlich für den Verein, wo man herkommt, wieder intensiver. Aber es gab so eine Zeit, da hatte ich auch eine gewisse Abstinenzphase, das muss ich ganz klar sagen. Das waren eben gerade die 90er Jahre, da war das überhaupt kein Thema mehr für mich dann. Und so, und in den 80ern auch sehr verhalten, gerade diese BFC-Zeit, muss ich sagen. Ich habe gespielt bis 2005, zuletzt bei der SG Bühler 09. Bei den Junioren noch, den Schritt zu den Herren habe ich dann nicht gemacht, war ich nicht gut genug. Und gab es auch andere Hobbys, die waren blond und 1,70. Und da hat sich das alles ein bisschen verlagert. Am Ende merkt man eben, wenn man zurückkommt, dann zu Schwarz-Gelb, dass das eine Liebe ist, die vergisst man nicht, die trägt man im Herzen. Das ist einfach so. Blond und 1,70, na gut, das notieren wir mal. Klaus, sag mal, Sie sind ein Leben lang dem Verein verbunden geblieben. Sie haben es ja gerade auch schon durchblicken lassen. Das waren jetzt nicht nur immer schöne Zeiten, es waren nicht nur immer Triumphe, Meistertitel und Pokalsiege, sondern es waren auch schwierige Zeiten. Sie haben gerade auch schon die kritischen Zeiten als Spieler angekündigt, aber Sie haben auch nach Ihrer ersten Zeit als Trainer, ging es ja dann nach Meißen einfach mal so, und auch der Umgang zu Ihrer Bundesliga-Zeit war ja jetzt auch nicht immer der angenehmste, sage ich mal so salopp. Und trotzdem sind Sie dem Verein immer treu geblieben. Warum? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, hat es Ihnen mal irgendwie so wehgetan, wo Sie gesagt haben, ich spüre den... Nein, ich gehörte zu denjenigen, die jetzt nicht ständig den Verein wechseln. Ich hatte damals in der DDR-Zeit das Angebot nach Jena, ich hätte auch viel Geld gekriegt, ich kann es ruhig sagen, ich hätte 50.000 gekriegt, der Matthias hätte 50.000 gekriegt. Das war für mich kein Thema. Ich habe das, wie gesagt, dann abgelehnt, weil ich gesagt habe, auf den Rücken des Jungen, das machst du nicht. Und deswegen bin ich hier in Dresden geblieben. Und deswegen war für mich Dresden immer, von Anfang an habe ich meine Zeit erlebt. Ich habe die Entwicklung mitgemacht. Das heißt, wenn ich das betrachte, es geht dann dann immer aufwärts, wie gesagt, auch wo wir das Double das erste Mal gemacht haben. Und dann, wie gesagt, die ganzen 70er Jahre, das war absoluter Höhepunkt für Dynamo Dresden. Und deswegen war ich in diese Richtung immer verbunden. Ich hatte nie die Absicht, dann irgendwo anders hinzugehen. Ich hatte auch Angebote, als Trainer dorthin zu gehen. Ich hätte können ins Ausland gehen, wie der Dixi damals, nach Ägypten, nach Albanien. Da habe ich Folgendes gesagt. Ich sage, Albanien, die haben sich abgeschirmt, das ist nicht für mich. In Ägypten war ich auch schon mal, da sprechen sie Englisch, das bringe ich auch nicht. Also bleibe ich hier. Das war dann sicher mein Standpunkt. Holger, du hast, man sieht es ihm ja wirklich nicht an, zu seinem 80. Geburtstag, er hatte vor kurzem 80. Geburtstag, da hast du gesagt, er hat einen riesengroßen Anteil daran, dass eben dieser Mythos Dynamo Dresden entstanden ist. Der fußt ja vor allem darauf, was da in den 70er Jahren passiert ist in diesem Verein. Ja, Klaus Sammer und seine damaligen Mannschaftskameraden, das gesamte Team, da wurde der Grundstein gelegt für all das, was heute eben diese Identifikation mit unseren Farben ausmacht. Und speziell zu den runden Geburtstagen und dann auch bei Klaus Sammer, dem 80., wenn dann Fachmagazine wie der Kicker anrufen, da werde ich natürlich auch sehr demütig, weil dann frage ich mich zunächst, sollte ich das Interview ablehnen, weil steht es mir zu oder ist es nicht sogar anmaßend, über so eine Persönlichkeit wie unseren Klaus Sammer dort eine Wertung, eine Beurteilung abzugeben? Und dann kommt natürlich der Gedanke, aber er hat diese Würdigung ja verdient. Und als Vertreter in diesem Amt ist es dann eben die Aufgabe. Und dann versucht man natürlich auch ehrliche, anständige Worte zu finden, weil er ist für mich einer der anständigsten Sportsleute überhaupt. Nicht nur Fußballer, sondern im Sport generell. Es gibt auch Anekdoten, die mir später zugetragen wurden, speziell diese, das habe ich dann im Kicker auch erzählt, die mir Rolf Töpperwien in Frankfurt am Main viele Jahre später mal sagte, als er mitbekam, dass ich
Präsident von Dynamo bin, sage, oh, da habe ich eine Geschichte nach diesem grauenvollen Spiel damals Uerdingen, ja, das große Trauma. Hat es das gegeben? Ja, man, also wir wollen es natürlich verdrängen, aber wir können es nicht wegschwindeln, das ist keine Frage. Aber alle Beteiligten von damals, mit denen ich darüber gesprochen habe, die können sich auch nicht erklären, was da genau passiert ist. Aber worauf ich hinaus wollte, eine Anekdote nach dem Spiel. Rolf Töpperwien wollte Klaus Sammer interviewen, wohl unmittelbar nach dem Spiel muss es gewesen sein. Und er war aber natürlich mächtig gefragt und Pressekonferenz und der Druck und diese Niederlage und hat einfach höflich gebeten, ob wir das Interview etwas später führen könnten. Und Rolf Töpperwien hat in dem Moment für sich gesagt, gut, das war's, er verschwindet jetzt dort, gibt die Pressekonferenz und dann hauen die ab, weil Klaus Sammer muss ja nach seiner Rückkehr dann hier auch in Dresden entsprechendes befürchten und da hatte er großes Verständnis und er sagte, die Pressekonferenz war vorbei, alle gingen ihrer Wege und da kommt ein Klaus Sammer extra nochmal zu mir und sagt, Herr Töpperwien, wenn Sie mögen, können wir jetzt unser Interview durchführen. Und da sagt er, das hat er zuvor und danach in dieser stilvollen Art und Weise nicht erlebt, nicht wiedererlebt. Und das ist ihm absolut im Gedächtnis geblieben, einen so anständigen, höflichen Umgang. Und wenn man das hört, das macht einen natürlich unglaublich stolz, dass der Klaus Sammer einer von uns ist und dass Dynamo Dresden auch in einem solchen Licht von einem solch renommierten Journalisten nach so vielen Jahren gesehen wird. Und ihm war natürlich bewusst, was dann danach folgen könnte und deswegen hat er das dem Klaus Sammer bis heute nicht vergessen und hoch angerechnet. Also zu Klaus Sammer könnte man vieles mehr erzählen, aber diese Anekdote, vielleicht kannst du es von deiner Sicht nochmal schildern, die ist jetzt so das Erste, was mir einfällt. Ja, das war ja damals, habe ich mich gestellt und das war für mich im Nachhinein das Schlimmste, was mir je passieren könnte. Das waren noch 4 Mannschaften draußen und anstandshalber sagt man natürlich, ich wünsche den Uerdingern für die nächste Runde, das Weiterkommen etc. viel Erfolg, wie man das als Sportler macht. Und dummerweise, die Auslöser waren noch nicht da, dummerweise war die nächste Mannschaft, gegen die sie gespielt haben, war die Moskauer Mannschaft. Das war ja nur Klassenverrat. Das war das Schlimmste, was sie mir danach gesagt haben. Da habe ich den Leuten auch erklärt, Mensch, dass die Auslöser war erst danach. Nein, du hast hier völlig falsch reagiert. So. Und das sind so die Erinnerungen, die ich auch habe. Und ja, Ich habe versucht, anständig zu bleiben bei der Geschichte, wie das hier dargestellt worden sind. Aber ich möchte noch was zu Uerdingen sagen. Ja. Wenn die Verantwortlichen auf mich gehört hätten, wir mussten damals in der Vorbereitungszeit, wo wir normalerweise 2-3 Mal am Tag trainiert haben, mussten wir in den Krieg nach Iran. Das war ja Krieg zwischen Iran und Irak. Ja. So, und dort konnten wir im Prinzip auch nur 2 Spiele durchführen, die waren relativ ordentlich gegen die Nationalmannschaft, aber sonst konnten wir überhaupt nicht trainieren. Das war also jetzt sozusagen in der Vorbereitungszeit 12 Tage futsch in diese Richtung. So, das nächste ist, wir hatten 2 Torhüter, Jakubowski und doch den Wechselspieler, und der hatte sich damals mit Westdeutschen getroffen und der musste weg und haben sie den Rambe geholt. Haben sie mich natürlich nicht gefragt. Und jetzt ist natürlich die Verletzung Jakubowski, natürlich in der Halbzeit ist das passiert, wir haben noch geführt, zu Hause haben wir 2-0 gewonnen, dort haben wir 3-1 geführt und jetzt musste der Torhüter rein. Die Mannschaft hatte Angst, da hat sich der Jakubowski wollte sich noch spritzen lassen, dass er weiterspielt in diese Richtung, die haben sich gestritten, da bin ich mit der Mannschaft dann in die andere Kabine, es war eine Doppelkabine und so ist es dann gewesen. Und wenn der Torhüter nicht verletzt geworden wäre, wäre das alles nicht passiert in diese Richtung. Und dann kommt noch der dritte Fall dazu. Ich wollte damals wegen Sauferei den Lippmann rausschmeißen, weil vorher hatten sie einen anderen Spieler erwischt. Ich sage, wer der Nächste das macht, darf nicht hinaus. Und ich musste natürlich, da ich sag mal, politisch und nicht viel zu sagen hatte, musste ich natürlich eine klare Linie haben in diese Richtung. Und die haben natürlich dann beschlossen, dass der Lippmann mitfahren kann. Deswegen konnte man mich in diese Richtung auch nicht greifen. Aber letzten Endes hat man mir das immer zugeschrieben, Lippmann, Trainer muss dann gehen in diese Richtung. Also eine wunderbare Geschichte für die Funktionäre, die noch da waren. Man sagt ja immer auch beim Spiel Uerdingen, man sagt es auch über das Spiel in Wien, gibt so viele Gerüchte, auch rund ums Essen oder ums Trinken, dass da irgendwas drin war. Wir können es nie richtig aufklären. Ja, der Ulf Kirsten war ja damals mit, der hatte was anderes gegessen. Das war der Einzige, der fit war. Alle anderen hatten Probleme. Ja, es ist eine interessante Sache.
nicht nur Positives, man muss natürlich auch Negatives verkraften, das ist ganz klar. Aber lassen Sie uns mal nochmal auch auf das, auf die 70er zurückblicken. Das war ja spielerisch wirklich ganz großartiger Fußball, was man, ich bin auch Gnade der jüngeren Geburt, nicht in der Lage, da live dabei gewesen zu sein. Aber der Dresdner Kreisel ist da gegründet worden. Vielleicht kann man auch den Jüngeren, die hoffentlich auch im Livestream zuschauen, nochmal, das muss man ja so ein bisschen Geschichtsunterricht mitgeben, was der Dresdner Kreisel eigentlich war. Ja, ich muss ja ganz klar dazu sagen, das war eine superlative Zeit. Da gehört natürlich auch der dementsprechende Trainer dazu. Wenn man das aber aus heutiger Sicht betrachtet, also was wir trainiert haben, wir hatten kaum den Tag frei. Wir haben im Prinzip Montag dreimal trainiert, ansonsten immer zweimal. Also das war eine ganz, ganz harte Geschichte in dieser Richtung. Aber wir hatten, und jetzt muss man ein bisschen weiter zurückgreifen, jetzt muss man den Kressekort mit erwähnen, der jahrelang im Nachwuchsbereich und überall was mitgemacht hat. Der Nachwuchsbereich war dermaßen, es war also nur aus dem Bezirk Dresden, war dermaßen in dieser Richtung gut ausgebildet, sodass im Prinzip immer wieder starke Spieler hochgekommen sind. Das waren alles aus dem Raum Dresden. Und das war eine ganz großartige Sache. Wir waren in diese Richtung total eingespielt und wir konnten uns fußballerisch wirklich sehen lassen. Wir haben ja, wie schon gesagt, gegen die Weltspitze gespielt, gegen die Liverpool, Ajax, Amsterdam. Und wir konnten gut mithalten und deswegen ist das wunderbar. Die Mannschaft, oder die ist erst dann wieder schwach geworden, im Prinzip, wo sie die zwei, drei Spieler gesperrt haben. Der eine wollte nach Westen an, die anderen haben den nicht verraten. In diese Richtung, das spielt also immer wieder die Scheißpolitik, spielte damals immer wieder rein. Und deswegen bin ich an der Sicht dann auch Trainer geworden, weil die vorhergehenden Trainer geschwächt worden sind. Das war der Herr Brautsch, und das war der Herr Geier, war das. So. Und deswegen bin ich Trainer geworden. Das wäre ich nie Trainer geworden, wenn die nicht gesperrt worden sind. Also es sind interessante Geschichten. Einmal hast du ein positiv und einmal bist du negativ weggefahren. So. Also es ist schon hochinteressant, Fußball. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich gehe nur zum Fußball und gucke zu. Niklas, hast du gerade mitbekommen, den Trainingsplan von damals aus den 70er Jahren? Interessant, oder? Also ja, Gänsehaut am ganzen Körper. Ja, Markus Anfang ist im Saal, also können wir damit mal konfrontieren. Nein, also in meiner Familie habe ich ja auch ein, zwei Menschen dabei, die auch im Fußball schon aktiv waren und deswegen überrascht mich das jetzt nicht. Habe da eher großen Respekt und weiß, dass das nochmal eine andere Schule war, die damals geherrscht hat. Wie befasst du dich eigentlich, wenn du das jetzt so hörst, 70er, 80er Jahre mit der Historie des Vereins, in dem du ja dann auch fußballerisch groß geworden bist? Ja, in erster Linie natürlich durch meinen Papa, der dann, glaube ich, Ende der 80er dazugestoßen ist zu den Profis. Weiß ich natürlich, was da passiert ist. Im Groben natürlich kann ich dir nicht jeden einzelnen Tag erklären in der Zeit. Man kriegt viel mit, man hört viele Anekdoten und ja, allein mit dem, was hier drumherum passiert, da weiß man ja, es muss ja auch schon in der Vergangenheit einiges passiert sein, wenn man sieht, was das für ein Umfeld hier ist, dann ist das klar, dass genau was Besonderes ist. Holger, wenn wir über die 70er und 80er Jahre sprechen, dann ist, du hast ihn vorhin auch schon durchklingen lassen, natürlich auch speziell an dem Tag heute der Name Dixie Dörner allgegenwärtig. Wir denken heute irgendwie auch ganz besonders an ihn. Du hast es vorhin schon gesagt. Ja, wir wollten alle so sein wie er. Wir haben uns Trikots geholt, gelb-schwarz, Gott sei Dank. Gab es die noch zu kaufen, wenn man Glück hatte? Und die haben wir uns dann mit DDR-Filzstiften mit der Nummer 3 beschriftet und sind nach der Schule natürlich sofort los und wollten alles, was wir am Wochenende gesehen haben, irgendwie nachstellen und nachspielen, besondere Tore, technische Kabinettstückchen, aber ich sagte es schon zu seiner Trauerfeier, wir sind reihenweise gescheitert, weil es eben nur einen Dixie Dörner gab mit dieser Eleganz, mit dieser technischen Finesse, mit dieser Übersicht auf dem Platz, mit der Fähigkeit, im Grunde zwar als Libero, aber dann doch eher im Mittelfeld zu spielen, muss man eigentlich auch sagen, das funktioniert natürlich nur, wenn es dann jemanden auch wie Udo Schmuck gibt, der ihn dann absichert, wenn er nach vorn marschiert, aber dann immer wieder die Bälle in den Lauf spielt und das Spiel antrieb. Und ja, ich habe da auch eine Erinnerung, das 10:1, das muss auch 1981 gewesen sein, dritter Spieltag gegen Chemie Buna Skopau. Gibt es die noch? Ich habe keine Ahnung, ich habe sie leider nicht verfolgt, weil ich natürlich an unserem Verein hänge, ja. Aber da muss es tatsächlich, hat mir Dixie Dörner mal erzählt, auf einer Autofahrt nach Görlitz zu einem Mitgliederstammtisch, oder nach Bautzen war es,
als wir über dieses Spiel sprachen, da sagte er, Holger, stell dir vor, das hatte ich so auch noch nicht erlebt. Das Spiel wurde angepfiffen und es dauerte wenige Sekunden. Ich war noch hinten, habe mit Bernd Jakubowski geschwatzt und stand am Strafraum und plötzlich steht einer von Chemie Bunaschkopau neben mir. Der ist direkt mit dem Anpfiff auf mich zugerannt. Und da habe ich zu dem gesagt, was bist denn du hier? Und da hat er gesagt, oh, entschuldigen Sie, Herr Dörner, es tut mir sehr leid, aber unser Trainer hat mir den Auftrag gegeben, Sie sofort in Manndeckung zu nehmen. Ja? Und das nehme ich natürlich sehr ernst. Und wenn man sich dann überlegt, was am nächsten Tag in der Zeitung stand, nämlich der Satz, immer dann, wenn Dixi Dörner mit nach vorn marschierte, brannte es in der Abwehr der Schkopauer lichterloh. Also der hat sich von Manndeckung oder so überhaupt nicht beeindrucken lassen. Dixi hat das Spiel angekurbelt. Übrigens, bei dem Spiel hat Hartmut Schade nach einer langen Verletzungspause, ich glaube schon in der zweiten oder dritten Minute, das 1:0 erzielt. Riesenjubel im Stadion, weil er endlich zurück war. Und dann direkt, sind auch so Geschichten, die der Fußball schreibt, das erste Tor erzielt. Und da fällt mir gleich ein, Hartmut Schade, Olympiasieger, wie, glaube ich, 4 andere Dynamo-Spieler auch, dürfen wir heute auch nicht vergessen. Ja, dass ja. Zwar keine Dynamo-Geschichte ist, das hast du bestimmt sowieso auf dem Zettel, aber auch darauf sind wir stolz und gerade Hartmut Schade hat mir seine Medaille auch mal in live gezeigt, hat er immer noch aufbewahrt und bringt sie auch gern mal mit bei besonderen Ereignissen. Das sind alles so Dinge, da ist man natürlich, wie Jürgen vorhin sagte, sehr demütig, untergriffen, hat alles mit unserem Verein zu tun. Ja, an Reinhard Häfner, an einen der Väter dieses Olympiasiegs, an einen der Wegbereiter, denken wir natürlich auch ganz, ganz sehr, gerade auch mit Blick auf den 70. Geburtstag. Aber Jürgen Wehland, weil wir viel jetzt auch über den Mythos Dynamo gesprochen haben, da kommen wir natürlich auch dann ja sofort zur Identität des Vereins. Wofür steht denn die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden? Wie setzt man sich von anderen Vereinen ab? Naja, vieles von dem steht eben in dem Leitbild, was Sie vorhin zitiert haben eingangs. Das steht auch im Namen, es ist eine Sportgemeinschaft, es ist was anderes. Es ist nicht beliebig austauschbar. In Dresden hört man ja oft den Spruch eines bekannten Trainers, eben halt, Dresden ist anders, Dynamo ist anders. Und ich glaube, es ist einfach der Gegenentwurf zu Clubs wie RB Leipzig. Und da sollte man stolz drauf sein und das auch wirklich pflegen. Und jetzt im Vergleich vielleicht auch, wenn ich das mal so 10 Jahre in Osnabrück, dritte, zweite Liga, jetzt hier in Dresden, wenn ich hier rausgehe aus dem Haus, auf die Straße gehe, dann ist auch im Leitbild dokumentiert, Dynamo ist Dresden, Dresden ist Dynamo. Das ist natürlich auch eine Verpflichtung, die damit einhergeht, aber das spürt man förmlich. Ja, und das habe ich von Anfang an, als ich hier zurückgekommen bin im Januar 2021, in diesem Amt gespürt, das ist was Besonderes. Dieser Verein hat eine DNA, die ist natürlich begründet in diesen Zeiten, in diesen wirklich großen Zeiten. Aber das ist transportiert worden über die Jahre und die vielen, vielen Narben, die der Verein trägt, auf seiner Haut sozusagen, um es mal bildlich zu sprechen, was in den 90er Jahren dann passiert ist und später noch bis weit rein in die 2000er. Das kennzeichnet diesen Verein auch. Das heißt, ich nehme ihn als sehr verletzlich wahr, auch an der Stelle, sehr vorsichtig, misstrauisch fast auch schon manchmal, aber von eben einer unglaublichen Geschlossenheit, wenn es drauf ankommt. Und das hat der Verein auch unter Beweis gestellt in dieser Phase, als es dann darum ging, nach dem bitteren Abstieg, dass man dann angefangen hat, eben halt, das war die Zeit von Ralf Minge, als er wieder gekommen ist, dass man dann die Weichen gestellt hat eben für die Entschuldung und dort die Grundlagen eigentlich gelegt hat für den späteren Weg, der dann gegangen wurde bis heute. Abgesehen von der sportlichen Entwicklung hat man eben dort auch wirtschaftlich eine sehr gute Entwicklung hingelegt. Das kennzeichnet für mich so ein bisschen die Identität von Dynamo Dresden auch aus. Jürgen Wehland hat gerade die 90er Jahre erwähnt. Das ist eine schwierige Zeit gewesen, aber auch eine Zeit, wo der Sportgemeinschaft oder damals der erste FC Dynamo Dresden, hieß ja damals so, 4 Jahre in der Bundesliga gespielt hat. Danach würde man sich jetzt händeringend sehen, gerne dabei sein bei den 18 Top-Teams in Liga 1. Wir haben Sie damals, Sie waren eine knappe Saison Trainer in der Bundesliga, wir haben Sie diese Zeit erlebt, das war ja auch für die Menschen hier, da war das Stadion längst nicht immer ausverkauft, weil die Leute natürlich auch andere Probleme hatten. Wie haben Sie diese Bundesliga-Zeit zu Beginn der 90er Jahre erlebt, Klaus Sammer?
Ja, das war erst mal so, ich sollte erst in diese Richtung Manager machen. Und ich hatte das vorher schon mal kurz gesagt und dann der Trainer hat hingeschmissen. Und dann habe ich Trainer gemacht und da habe ich sofort zugesagt in diese Richtung. Das war an und für sich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Der Kader wurde im Prinzip ausgedünnt. Und das war einfach eine Mannschaft, deswegen ist der Trainer vorhergehend auch gegangen, weil die Mannschaft, das war, wo man sagt, vom Spielermaterial her gesehen, dass die steigt ab in diese Richtung. Und deswegen war ich einfach sich, wir hatten das letzte Spiel gemacht als Vorbereitung, das kann ich mir 19, habe ich in Prag gegen Sparta Prag gespielt. Und das Spiel haben wir 1-0 verloren. Und ich weiß, der René Müller hat einen Ball fallen lassen, wir haben ein bisschen defensiv gespielt und haben nur 1-0 verloren. Und dort wusste ich, wir sind auf dem richtigen Wege, denn unser erstes Spiel war dann, das war damals eine Spitzenmannschaft, Frankfurt, das war unser erstes Spiel. Und wir haben dort unentschieden gespielt, das war eine großartige Leistung. Und dort habe ich gemerkt, dass die Mannschaft, wir spielten anschließend dann nochmal Pokal gegen 1860 München und der Wagenhaus spielte hinten, um jetzt mal einen Namen zu nennen, der dort ein bisschen rumalbern etc. machen und dort nicht mehr andecken, wie ich das gefordert hatte. Und in diese Richtung, da konnte ich zusammenscheißen, deswegen liefen die nächsten Punktspiele auch wieder gut. Also standen wir relativ für unser Verhältnis da, mit Punktwerten relativ gut da. Und das war so die Grundlage. Ich finde es natürlich sehr, sehr eklig, wo dann der Wechsel war. Und das ist einfach auch die Grundlage, warum Dynamo Dresden heute so dasteht. Das ist für mich die Otto-Zeit gewesen. Da hat alles vernichtet, was nur möglich war. Die Hauptschuld muss ich damals auch durch den Fans geben, die den Otto gewählt haben. Und da hatten alle Dresdner rausgeschmissen, was nicht möglich war. Und nur seine Leute von New Isenburg und von dort geholt. Selbst den Trainer, der war auch aus Offenbach, Sigi Held. Also wie gesagt, alles war eine Klickenwirtschaft. Und das ist seitdem haben wir uns nie wiederholt. Es ging wieder mal hoch und es ging wieder mal runter. Und das sehe ich ganz klar in diese Richtung. Viele werden sagen, das sind ja so viele Jahre her. Nein, du hast es nie wieder richtig geschafft. Wobei Sigi Held, muss man natürlich sagen, die -4-Punkte-Saison, da hat er auch schon sein Das war der Klassenhalt, aber es war danach dann. Ja. Hat er sich schnell aus der Schnaube gemacht, die haben dann noch unterstützt. Nach Japan gegangen. Also nach Japan. Und da war die Rettung, die haben sie damit alle auf die Trainer geschimpft, die danach kamen. So, aber schuld war der Sigi Held war damals. Da wird heute noch gefeiert. Das ist ja die andere Geschichte. Ja, das ist die Tatsache. Ja. Leid, ich habe nicht gegen Sigi Held. Nein, um Gottes Willen. Also ich glaube, der hat ja ein gutes Standing. Nein, da war ja auch nicht der Gangster. Der Gangster war der Otto. Ja. Herr Otto war natürlich eine sehr markante Zeit, die eigentlich den, Klaus Sammer hat es gesagt, den Verein bis heute ja beschäftigt, auch wie die Gremien dann so entstanden sind. Das darf man ja nicht wegwischen, was da 1995 passiert ist. Da war der Verein wirklich am Rande der Existenz. Wie mehrmals in seiner Geschichte auch später noch. Was Klaus Sammer sagte, hängt natürlich auch damit zusammen, ist natürlich vollkommen richtig, aber da wurden ja mit unglaublich unlauteren Mitteln plötzlich Vereinsmitglieder über Nacht herangefahren mit Bussen, die mit Dynamo Dresden gar nichts zu tun hatten, um dann entsprechende Abstimmungsergebnisse zu erzielen. Und aus diesen Lehren dieser Zeit, dass sich sowas nicht wiederholt, ist natürlich dann später auch eine Satzung entstanden, um eben so etwas nicht wieder stattfinden zu lassen. Ja? Und teilweise ist sie in vielen, vielen Bereichen sehr, sehr streng mit Kontrolle und Gegenkontrolle. Und das rührt alles aus dieser Zeit, aus dieser Ära heraus, weil man verhindern will, dass es sowas nochmal gibt. Vielleicht müssen wir aber hier, und da sind wir auch gerade dabei, unter Führung des Ehrenrates, die Satzung auch nochmal etwas zukunftsfähiger aufstellen, aber habe ich gerade heute auch einen Anruf bekommen vom Ehrenratsvorsitzenden, dass ich das Präsidium dort bitte auch mit einbringen möge und das werden wir jetzt einstören. Aber weil du das gefragt hast, ich habe nochmal, abgesehen von Dynamo Dresden, eine Beschreibung zu dieser Zeit, wo viele Menschen ja erstmal reisen wollten, losfahren wollten, die Welt kennenlernen wollten, weil es vorher nicht erlaubt war und dennoch blieb man natürlich mit dem Fußball verbunden und meine Verbindung war einerseits zu Dynamo Dresden, aber auch in den späteren Jahren, als Dynamo Dresden nicht mehr in der ersten Liga war, habe ich die früheren Dynamo-Spieler, meine Idole, weiterverfolgt. Und Ulf Kirsten, bitte herzlichen Willkommensapplaus für den Ulf, der ist heute im Saal. Schön, dass du da bist. Weiß nicht, wo du sitzt.
Und wenn Bayer Leverkusen gespielt hat, da drüben, wenn Bayer Leverkusen gespielt hat, war ich für Leverkusen, ja? Egal gegen wen es ging, weil Ulf da mitgespielt hat und Heiko Scholz und andere Spieler, Matthias Sammer natürlich sowieso, wie sie alle hießen. Aber nicht, wenn sie gegen Dynamo gespielt haben. Da habe ich natürlich ganz klare Kante gehabt, okay. Das ist keine Frage. Bin ich jetzt erleichtert. Aber weil diese Namen gerade fallen, ich weiß, du möchtest gerne über die Bundesliga-Zeit sprechen, aber wir haben diesen Fauxpas, der ist leider passiert, vor 10 Jahren haben wir den größten Erfolg der Vereinsgeschichte vergessen zu erwähnen. Ich möchte es jetzt hier nur mal nennen, das war 1989, das Erreichen des Halbfinals unter Trainer Eduard Geier im Europacup. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn Ulf Kirsten, weil der Name gerade fiel, damals nicht gesperrt gewesen wäre, wegen einer roten Karte im Spiel davor, die gar keine war, er wurde festgehalten, hat sich einfach, was sagt er? Er meint doch, oder? Ulf, stimmt, oder? Ja. Hat dafür aber danach für ein legendäres Fernsehinterview gesorgt. Er hat sich losgerissen, der Gegner klammerte ihn, er hat sich nur in seiner legendären, durchsetzungsstarken Art da losgerissen und kriegt dann die rote Karte, wir haben die Welt nicht mehr verstanden und dann fehlte er natürlich gegen VfB Stuttgart. Mitten Ulf wären wir hundertprozentig Europacup-Sieger geworden, bin ich mir sicher. Ach, Europacup-Sieger? Wir hätten auch nicht mehr Neapel und Maradona. Also. Ja, was? Maradona ist natürlich ein anderes Idol, keine Frage, aber den hätten wir schon. Den hätten wir schon. Welche Spiele aus der heutigen Entfernung alle gewonnen hätten. Wir hatten doch Jörg Stübner, den konnten wir einfach bei Maradona anketten. Wenn Sammer gespielt hätte gegen die Bayern, hätten wir die Bayern rausgehauen. Jetzt gewinnen wir gegen VfB Stuttgart 89, also das ist interessant. Ja. Also was im Nachgang alles möglich ist. Das können wir uns alles schönreden, das ist keine Frage. Jürgen, wir haben jetzt über die ganze Tradition, wir haben die Geschichten auch gehört. 8-mal Meister, 7-mal Pokalsieger, 98 Europacup-Spiele. Der Verein steht, wie so viele Vereine auch in Deutschland, für eine Menge Tradition. Aber wie so mancher Verein in Deutschland, spielt er aktuell nicht in der Liga, wo man sich gerne selbst sieht. Ja, das ist leider so und das hat viele Faktoren, die dazu beitragen. Sicherlich, das ist keine Plattitüden hier, aber wenn du dann kein Glück hast, kommt auch noch Pech dazu und dann kommt vieles zusammen. Ich glaube, dass der Verein gut daran tut, eben ich habe das gesagt, als ich gekommen bin, daran zu arbeiten, dass er eben nicht nur einen Traum, sondern auch konkrete Pläne hat. Das Ziel muss sein, denke ich, sich in der zweiten Bundesliga zu etablieren. Das ist der erste Schritt. Das ist uns nicht gelungen in den letzten Jahren. Ich war die Tage, das ist ja auch in den Medien, war ich mit meinem Kollegen Ralf Becker im Sportausschuss. Das bewegt auch dort die Stadträte, die dort sitzen, die davon sprechen, wie kann man das erreichen letztendlich, weil die Nachhaltigkeit dort eben auch dann letztendlich eine wirtschaftliche Grundlage ist, um weiteres aufzubauen. Aber man muss eben sagen, um erfolgreich im Profifußball sich zu etablieren, braucht es eben wie immer Kapital, aber das kommt eigentlich am Ende. Du brauchst gute Konzepte, du brauchst kompetente Leute und du brauchst Kontinuität. Das sind die wesentlichen 3K und das vierte ist dann das Kapital, aber das ergibt sich dann auch ein Stück weit aus dem Wechselspiel sportlicher Erfolg, emotionaler Erfolg, ganz, ganz wichtig, haben wir gerade ein bisschen was auch zugehört und dann eben der wirtschaftliche Erfolg als dritte Komponente. Und es ist eben nicht das eine, aber ohne sportlichen Erfolg und da haben wir eingangs von Klaus Sammer ja auch was zugehört, funktioniert es einfach nicht. Das ist die Grundlage von allem und deswegen tut man gut in einem Verein, sich auch maßgeblich darauf und eigentlich auch nur darauf zu konzentrieren, neben seiner gesellschaftlichen Verantwortung, neben den wirtschaftlichen Herausforderungen, die ein Fußballverein nun mal hat. Aber Dresden hat alle Voraussetzungen geschaffen in den letzten Jahren, eben auch, um sich dort zu etablieren. Das heißt, es ist möglich grundsätzlich, nur der Fokus sollte eben ganz klar auf dem Kern liegen von Dynamo Dresden und das ist eben halt Fußball. Ja. Kommen wir mal zur Gegenwart. 70 Jahre Dynamo Dresden, am 12. April ist es soweit. Hat der Verein Grund zum Feiern? Manch einer sagt, ja, die sind Achter in der dritten Liga, was sollen denn die groß feiern? Wie sehen Sie es? Ist Zeit für eine rauschende Party? Nein, ich denke nicht und da spreche ich jetzt, denke ich, für viele, viele Menschen, die an diesem Projekt 70 Jahre Dynamo Dresden auch arbeiten. Die Grundidee ist eigentlich auch eine andere. Die geht einher mit, wir haben die Worte vorhin schon mal benutzt, Demut, Ehrfurcht. Wir wissen, welches hohe Gut wir in den Händen halten.
was begründet wurde in einer Zeit, über die wir auch gerade gesprochen wurden. Ein Vertreter dieser Zeit, dieser goldenen Zeit, sitzt auch heute hier auf dem Podium. Und wir wissen um die Verantwortung, die wir haben. 70 Jahre Dynamo Dresden ist eigentlich ein Aufbruch. Soll ein Aufbruch sein für die nächsten 5 Jahre, um dann, wenn wir 75 Jahre Dynamo Dresden feiern, das hoffentlich dann eben auch, wie ich es gerade schon gesagt habe, als anfänglich Etablierter, auf dem Weg zum etablierten Zweitligisten, da gehört ein bisschen mehr zu, eben halt dann zu sein, aber eben auch zunächst einmal, was wir hier gesprochen haben über Identität und Werte, das ist die Grundlage dieses Projektes. Wir haben viele, viele Menschen an den Tisch geholt. Wir haben das Projekt gestartet schon im November 2021. Wir haben im Oktober zusammengesessen mit ganz, ganz vielen Mitgliedern, Fans, ehrenamtlichen Unterstützern, Leuten aus dem Verein, die dort hauptamtlich arbeiten. Und aus diesem Mix heraus ist es ein Projekt von Fans für Fans, von Mitgliedern für Fans, die dort zusammenarbeiten. Gremienmitglieder sind dabei, die sich dort einbringen. Sponsoren sind dabei, die sich einbringen. Und das ist so die Grundlage. Und was wir wollen, ist das Leitbild, was 2017 ins Leben gerufen wurde, mit einer großen Mehrheit beschlossen wurde, mit Leben erwecken, weil das ist in den letzten Jahren nicht passiert. Das ist in 18, 19 nicht richtig passiert. Dann kam Corona, es waren 3 ganz, ganz harte Jahre, die uns alle verändert haben. Und das jetzt zum Leben zu erwecken, und es ist auch nicht begründet in diesen 12 Wochen, die wir jetzt mit Veranstaltungen füllen, sondern es ist der Startschuss für die nächsten 5 Jahre. Und da soll ganz, ganz vieles wieder entstehen, da soll etwas wachsen. Wir haben es gerade gesagt, was uns eigentlich auszeichnet. Denn die Urkraft liegt im Zusammenhalt, wurde einmal von einem bekannten Funktionär gesagt. Und das glaube ich auch, das war, glaube ich, auf der Mitgliederversammlung 2018 damals. Und das ist das, was uns eben antreiben sollte in den nächsten Jahren. Deswegen ein Startschuss, weniger das rauschende Fest. Und so werden wir eben auch, sag mal, mit den bescheidenen Mitteln, die wir dafür zur Verfügung haben, eben auch sehr vernünftig damit umgehen. Aber Holger, es wird jetzt in den nächsten Wochen immer was passieren, also in den nächsten 12 Wochen. Kannst du da so ein paar kleine Highlights rausgreifen, was genau da auf uns wartet? An dieser Stelle kommt der Hinweis auf unsere Internetseite. Da werden die ersten Dinge heute schon verraten. Die Zahl 12 spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Zum einen, weil der 12. April der offizielle Vereinsgeburtstag ist, eigentlich die Umbenennung, muss man ja sagen, in SG Dynamo Dresden, aber das ist nun mal unser Datum, 1953. Die 12, weil bei uns der 12. Mann diese unfassbaren Fans, diese Genialität in der Leidenschaft, der große Ruf überall europaweit, weltweit, natürlich auch den Verein absolut charakterisieren und deswegen die 12 auch für den 12. Mann stehen. Und natürlich für die 12 Punkte unseres Leitbildes. Und jetzt haben wir eben oder haben die Projektteammitglieder bestehend eben aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle, Gremienvertretern und Fans und Mitgliedern gemeinsam sich überlegt, zum 70. Vereinsjubiläum könnten wir doch in den 12 Wochen bis zum Vereinsgeburtstag jede Woche unter einem neuen Motto, nämlich angelehnt an das Leitbild, Aktionen durchführen. Da kann ich noch nicht alles verraten, es stehen noch gewisse Details noch nicht fest, aber das wird jetzt jede Woche dann über die Internetseite und natürlich Pressemitteilungen über die sozialen Netzwerke kommuniziert und da sollte man sich ein bisschen überraschen lassen. Es gibt am Vereinsgeburtstag selber auch eine sehr, sehr schöne Idee, ich weiß nicht, ob die schon offiziell ist, ich will hier nicht die Katze aus dem Sack lassen. Lass sie jetzt raus, hier, wir sind ja unter uns. Sagen wir mal so, dürfen wir das, Jürgen? Jetzt hat er so geteased. Also. So. Ja, da sehen Sie mal, unter was für autoritären Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Jürgen Wehland Geschäftsführer ist und dann ich Präsident es. Bin. Das respektieren wir natürlich sehr. Aber sagen wir mal so, es wird, wenn Sie Ihre Familiengeburtstage im Sinn haben, wie man das so klassischerweise begeht und mit wem man da zusammenkommt und wie hübsch man sich das macht bei Kaffee und Kuchen, das soll vielleicht zur Andeutung mal reichen. Allerdings wird die Anzahl der Gäste sicherlich bei Weitem so ein Familienfest überschreiten, ne? Mehr können Sie nicht verraten, Jürgen. Ja, es wird, denke ich, die größte Geburtstagstafel, die Dresden je gesehen hat. Also das, so viel kann man, glaube ich, verraten. Na, das ist doch mal schon ein schönes Teasing. Also auf die größte Geburtstagstafel Dresdens können wir uns dann alle freuen. Niklas, du hast das weiße Hemd heute schon angezogen, das kannst du dann auch am 12. April tragen. Und ihr könnt natürlich auch so fußballerisch auf dem grünen Rasen dazu beitragen, dass das
dann ein schöner Geburtstag wird, dass man da angenehm mit einem Lächeln im Gesicht feiern kann. Ihr habt ja jetzt schon mal den Anfang gemacht am Sonntag. Erste Halbzeit reden wir nicht mehr. Zweite Halbzeit. Ja, tatsächlich bin ich auch sehr froh, dass die Jungs das am Sonntag gezogen haben. Das macht's. Wir hätten eine andere Grundstimmung heute gehabt, wenn das nicht geklappt hätte. Absolut, absolut. Ich glaube, die Hinrunde ist jetzt vorbei. Jetzt müssen wir auch nicht groß drum herum reden. Das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben, was sich der Verein und die Leute vorgestellt haben. Ja, ich glaube, ist dann auch jetzt schwer, was zu erklären, weil ich glaube, dann würden wir noch ein paar Minuten hier sitzen, ohne über was anderes zu sprechen. Ich glaube, heute geht es um was Größeres. Und ich glaube, die Leute können sicher sein, dass wir das hart analysieren, dass wir schwer daran arbeiten, dass es besser wird. Und der Herr Sammer hat es am Anfang gesagt, Hoffnung ist auch dann am Ende des Tages immer ein wichtiger Faktor. Und ja, wie gesagt, wir arbeiten hart daran, dass es besser wird. Am Sonntag haben wir den Start gemacht und ich hoffe, dass das unserer ganzen Mannschaft einfach ja, ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Mut gibt, weil ohne das kommst du nicht weit. Und ja, dass wir mit den Tugenden, die es in der dritten Liga braucht, nämlich in allererster Linie Kampf und Bereitschaft, dass wir uns so Stück für Stück nach oben arbeiten und dann hoffentlich einen relativ guten Geburtstag verbringen können. Bei dir geht es auch wieder bergauf, du konntest ja am Sonntag nicht dabei sein, du hast ja leichte Magen-Darm-Probleme, die den Einsatz nicht zugelassen hat. Mit Blick auf den Montag, kein ganz unwichtiges Spiel bei 1860 München, sieht es aber gut aus. Ja, du sprichst es an, Montag ist kein schlechtes Spiel, möchte natürlich auf jeden Fall dabei sein, ist denke ich klar. Ist natürlich die Frage, ja, wir haben so oft in dieser Saison immer mal gesagt, Mensch, jetzt ist dieser berühmte Knoten geplatzt, daran klammern wir uns jetzt auch natürlich, dass der Knoten vielleicht geplatzt ist. Die letzte Niederlage, das hat Amo Aslan ja auch gesagt, ist ja auch ein Weilchen schon zurück, also man hat sich so ein bisschen mit Unentschieden über Land gerettet, aber ja, so eine Siegesserie wäre eigentlich ganz schön. Die wäre super und du hast gerade schon angesprochen, wir haben da schon ein paar Mal drüber geredet, deswegen, ich könnte mir jetzt auch den Mund fusselig reden. Ich glaube, dass es entscheidend ist, dass wir auf dem Platz mal wieder richtig abliefern und vor allem konstant abliefern. Und dann glaube ich, ja, haben wir noch ein vernünftiges restliches halbes Jahr bis zum Ende der Saison. Wir drücken euch ganz, ganz fest die Daumen, dass in diesem Danke. Jubiläumsjahr wirklich noch schön was drumherum kommt, dass ihr eine richtig tolle Rückrunde spielt, viel Erfolg, dann auch am Montag natürlich bei 1860 München. Klaus Sammer, wie sehen Sie aktuell die sportliche Situation? Sie verfolgen das ja natürlich, was Ihr Verein da gerade in der dritten Liga zustande bringt. Okay. Schweigen. Aber Sie sind zuversichtlich? Zu der Halbzeit. Ja. Ja, Jürgen, im Punkt 6, weil wir heute uns ja auch so ein bisschen am Leitbild orientieren, um das Leitbild auch mal wieder aufs Tablett zu heben, heißt es ja, wir sind Bundesligist, also seit vergangenem Mai nicht mal mehr Zweitligist. Also wie passt das mit dem Leitbild zusammen und wann sind wir wieder zumindest Zweitligist? Naja, also wie ich schon sagte, es ist am Ende ist es Fußball, ja, und man darf doch keine Wissenschaft draus machen. Am Ende geht es aber auch darum, dass man so einen Verein wie Dynamo Dresden eben halt kontinuierlich entwickelt. Das ist auch nichts, das haben wir auch immer gesagt von Beginn an. Also es war schon, also war ich noch gar nicht da, als ich mit Ralf Becker gesprochen habe. Wir werden, also das hat super geklappt, dass man direkt wieder aufgestiegen ist. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich das anschaut, wie viele Aufsteiger haben es dann geschafft, die Klasse zu halten, wenn man sich das mal genau analysiert über einen Zeitraum X. Und eins war klar, nachdem wir im letzten Jahr dieses Problem hatten und den Abstieg halt am Ende ja akzeptieren mussten, er auch nicht unverdient war, wenn man alles zusammenzählt. Wir hätten dort, oder hatten es in der Hand ein Stück weit auch, es hat nicht funktioniert. Es war ja nicht der Innenpfosten, der das verhindert hat. Aber uns war klar, dass das wird Zeit brauchen. Und es ist vernünftiger, kontinuierlich etwas aufzubauen, auch über eine Zeit, als jetzt den schnellen Erfolg zu suchen. Das ist, glaube ich, mal so die Grundformel, die wir suchen. Und so ist es auch in anderen Bereichen. Das heißt, wir leben auch diesen Traum ein Stück weit, das ist natürlich klar. Aber unser Job ist es eben halt, so
einen Verein unternehmerisch zu führen. Das heißt am Ende des Tages eben halt, dass wir Pläne entwickeln, dass wir schauen, wo gibt es denn Erfolgspotenziale, die auch nachhaltig dafür sorgen, dass wir dahin kommen. Dass das ein langfristiges Ziel ist und dass das vielleicht mal irgendwie klappen könnte, das ist eine andere Geschichte. Aber das Ziel bodenständig heißt einmal eben halt Aufstieg zweite Liga und sich dann dort wirklich festzubeißen, zu etablieren. Es gibt Vorbilder, es gibt Beispiele, wo das funktioniert hat. Da kann man von lernen, aber am Ende muss man seinen eigenen Weg finden. Es gibt da keine Abkürzung irgendwie, die man nehmen kann. Ja. Von wem lernen wir denn? Von Union Berlin? Man kann von Union Berlin lernen, man kann vom SC Freiburg lernen. Es gibt aber auch andere Beispiele, die eine ganz andere Struktur wiederum haben, die auch diese Wege gegangen sind. Nehmen wir Heidenheim, nehmen wir Regensburg, einen sehr, sehr ambitionierten und lange in der zweiten Bundesliga spielenden Verein. Die sind aus der vierten Liga im Grunde genommen diesen Weg gegangen. Ich habe noch 2014, glaube ich, war das genau gegen sie gespielt. Da sind sie abgestiegen in die Bayernliga aus der dritten Liga damals, haben bis zum letzten Spieltag gefightet und dafür gesorgt, dass wir mit dem VfL nicht im DFB-Pokal spielen konnten, leider Gottes. Hatte dann andere Implikationen. Aber von solchen Vereinen kann man auch etwas mitnehmen. Nur wir müssen eben unseren eigenen Weg gehen, weil wir haben eine eigene Kostenstruktur, wir haben eine eigene Infrastruktur und müssen sehen, wie können wir dort letztendlich die Erfolgspotenziale so vielleicht auch verändern ein Stück weit, dass ein nachhaltiger Erfolg möglich ist. Aber Union ist ein Beispiel, das kann man sagen, das ist auch ein sehr, sehr, sehr bodenständiger, sehr, sehr fannaher Verein, immer geblieben, große Anzahl an Stehplätzen im alten Stadion, an der alten Försterei. Und haben aber eben Dinge, die Dynamo so ohne weiteres nicht hat, zurzeit nicht hat, die man aber entwickeln muss eben halt, um dahin zu kommen. Das eine ist die sportliche Seite, das andere ist die wirtschaftliche Seite. Da gehören eben mehr Faktoren dazu. Holger, weil wir gerade bei Union Berlin sind, im Leitbild heißt es von Dynamo Dresden, wir sind die Nummer 1 im Osten, also das sagt Dynamo Dresden, da hebt man, aber auch in Berlin-Köpenick jetzt selbstbewusst die Hand und sagt, nö, das sind wir. Ja, können die Köpenicker ja winken. Unser Leitbild drückt ja aus, wer, also was unsere Identität ist, wer wir sein wollen, welche Ziele wir verfolgen. Und da sind natürlich auch entsprechende Visionen vermerkt, so wie wir uns definieren. Ja? Und das heißt in einzelnen Punkten noch nicht gleichbedeutend, dass wir das schon haben oder schon sind. Ja? Dieses wir haben einen Traum, das wird natürlich auf der einen Seite auch von vielen belächelt, ja, ja, träumt noch weiter. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, sich am Ende des Horizonts Dinge vorstellen zu können, Visionen zu entwickeln und davon zu träumen, dass wir eben hier nicht nur Bundesliga, erste Bundesliga irgendwann erleben, sondern auch mal wieder Europacup-Spiele. Das ist eben das, was ganz am Ende steht, aber die Tagesaufgaben, und das hat auch Markus Anfang immer wieder erwähnt, die sind jetzt erstmal wichtig. Da traue ich übrigens auch unserer Mannschaft absolut zu, dass sie eine sehr erfolgreiche Rückrunde spielen werden. Wo wir am Ende landen, muss man sehen, aber sie werden sicherlich alles geben. Das erkennt man, wenn man jedem einzelnen der Männer hier in die Augen schaut, wenn sie auch den Saal betreten oder auch so vorspielen, dass der Wille da ist, das kann ich zumindest absolut erkennen und deswegen bin ich hundertprozentig davon überzeugt und sehr zuversichtlich, dass die Rückrunde eine andere sein wird. Und dann wird es auch mal einen Aufstieg wieder geben, dann sind wir Bundesligist und dann müssen wir weiterschauen. Also das Leitbild gibt natürlich solche Leitlinien vor, so ist das Ganze gedacht. Aber weil du Union Berlin ansprichst, da würde ich zwei Punkte hier dennoch mal in dieser, ich meine, wir sind ja unter uns, ne, in dieser Runde nennen. Union Berlin ist mit uns aktuell gar nicht vergleichbar. Zum einen, das muss man auch sagen, in dem Aufstiegsjahr, als es über die Relegation, über den VfB Stuttgart für Union nach oben ging, und ich habe mit Abpfiff dem Präsidenten von Union Berlin auch direkt gratuliert, er hat auch direkt geantwortet, kurioserweise, und hat sich sehr bedankt. Ich halte sowas für anständig und für höflich im Namen unseres Vereins zu tun und dass wir uns auch für den Ostfußball dort entsprechend auch freuen. Aber man muss sagen, dass in dieser Aufstiegssaison nach 10-jähriger Zugehörigkeit zur zweiten Liga Union Berlin schon eine ganze Menge mehr Fernsehgeld bekam, als wir jetzt zum Beispiel durch diese Fahrstuhlsituation der vergangenen Jahre, durch die Verteilung des Fernsehtopfes und man hat durch die Aufnahme von Fremdkapital auch ein wirtschaftliches Risiko in Kauf genommen, was wir bei Dynamo Dresden seit vielen, vielen Jahren, und das ist der Aufsichtsrat natürlich gemeinsam mit der Geschäftsführung zuständig,
so nicht eingehen würden. Das heißt, das war ein schmaler Grat und ich bin überzeugt davon, wenn Union Berlin diese Relegation verloren hätte, dann wäre es notwendig gewesen, in der Saison danach auch kleinere Brötchen zu backen, aus wirtschaftlichen Zwängen heraus. Das ist, steht zumindest von außen betrachtet zu vermuten. Es ist für die Unioner glücklicherweise gut gegangen. Und das Zweite, Union Berlin hat ganz andere Strukturen geschaffen, die es auch leichter machen, Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, um dann den Verein entsprechend auf einem kürzeren Weg nach vorn zu bringen. Wir sind da bei Dynamo Dresden anders aufgestellt und das muss man ja auch mal ehrlich sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen Ärger für mich gibt, wir sind in vielen Entscheidungsprozessen zu behäbig. Und vielleicht ist ja gerade die Überarbeitung der Satzung, die jetzt ansteht, auch hier eine Chance, eine Zukunftsfähigkeit zu schaffen, dass wir, selbst wenn wir den sportlichen Erfolg auch mal haben, durch eine Strähne, durch einen Lauf mit einem guten Team, was länger zusammenbleibt, geht es aber darum, auch dann eine gewisse Zeit in der zweiten oder später dann in der ersten Liga sich auch halten zu können. Und da müssen wir aber auch unsere Vereinsstrukturen tatsächlich modernisieren und anpassen, damit das dann auch zeitgerecht funktioniert. Und da spreche ich, und das betone ich ausdrücklich, nicht von Ausgliederung, nicht von Privatisierung. Es geht um effiziente Vereinsstrukturen, die man einfach alle mal kritisch durchleuchten muss. Ja, da fragen wir mal nach beim kaufmännischen Geschäftsführer. Wie schafft denn der Verein den Spagat zwischen Romantik und Tradition auf der einen Seite und dem knallharten Fußballbusiness und dem Weichenstellen für die Zukunft auf der anderen Seite? Die Schere, die finanzielle Schere, wir reden ja gar nicht von der sportlichen, sondern die finanzielle Schere wird ja immer, geht ja immer weiter auseinander zwischen den Vereinen. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist aber, wie Holger schon sagte, weder in der Rechtsform begründet in irgendeiner Form. Wir haben ja auch gerade auch gesagt, erfolgreiche Vereine wie der SC Freiburg, wie Union Berlin, das sind alles eingetragene Vereine, die in ihrer Rechtsform Bestand haben seit langer, langer Zeit und dennoch sehr erfolgreich eben agieren. Aber, wie wir es gerade gehört haben, eben Union Berlin zum Beispiel eben unternehmerisch etwas anders aufgestellt ist, die auch hoffentlich kalkulierbare Risiken eingehen, also keine wirtschaftlichen Abenteuer eingehen. Das ist bei uns ein ganz maßgebliches Momentum, wenn wir über die strategischen Ziele, die wir uns vorgenommen haben in 2021, die wir gemeinsam im Sommer definiert haben, auch mit dem Aufsichtsrat, die wir im Juni 2022, glaube ich, war es, auf der Mitgliederversammlung auch vorgestellt haben, dann gibt es einen Rahmen, der heißt Finanzstabilität, übersetzt keine wirtschaftlichen Abenteuer. Und das resultiert aus dieser Zeit, über die wir gesprochen haben. Und das ist auch vernünftig und das ist gut so und das muss auch so bleiben. Nichtsdestotrotz müssen wir es hinbekommen, in so ein Gleichgewicht das Ganze zu bringen. Denn Fakt ist, der Durchschnittsumsatz, jetzt mal vor Corona, von einem Zweitligisten, der in den Plätzen 1 bis 6, also wo man ja hin muss, um irgendwann dort oben anzuklopfen, der liegt bei 66 Millionen oder lag bei 66 Millionen Euro. Im Vergleich dazu Dynamo Dresden zu dieser Zeit 32 Millionen Euro, also etwa die Hälfte. Ja. Und das ist die Herausforderung, die wir haben, wenn wir uns dort etablieren wollen. Einer meiner Kollegen hat mal gesagt, wir haben eigentlich so eine Formel bei Dynamo, die ist so 3x10 in der zweiten Bundesliga. Wir machen 10 Millionen durch Ticketeinnahmen, Zuschauereinnahmen, wir machen 10 Millionen durch Sponsoring Hospitality und 10 Millionen durch Fernsehgelder in der zweiten Liga. Maßgeblich steigern konnten wir uns nicht. Jedes Jahr, was wir nicht in der zweiten Liga spielen, kostet uns wieder Geld. Das heißt, wir fangen wieder bei 7, 8, 9 Millionen an und arbeiten uns Jahr für Jahr durch die 5-Jahres-Wertung entsprechend wieder vor, da wo Union dann eben halt schon im oberen Quartil dann angekommen war. So, also das heißt, wir befinden uns mit diesen 32 nicht mal im Mittelfeld, denn das liegt im Schnitt so bei 37, 38 Millionen Euro. Dann bräuchten wir schon wieder Transfereinnahmen, um dahin zu kommen. Sprich, wir müssen eben auch dort genau dann schauen und eben auch ein bisschen Mut und Zuversicht entwickeln und ein Stück weit eben auch, wir haben es gehört, auch vielleicht Vergangenes loslassen. Und das braucht dann zwei Dinge aus meiner Sicht. Vertrauen auf der einen Seite ist die Basis von allem, aber auch das Zutrauen zu sich selbst als Verein, dass man diese Kraft hat, so einen Weg auch zu gehen. Es ist vieles passiert und es ist durch nichts zu entschuldigen, was passiert ist in der Vergangenheit.
Aber man muss eben gemeinsam, und es geht nur gemeinsam, das steht wieder bei dem Leitbild, muss man da hinkommen, dass man unternehmerische Strukturen schafft. Hat nichts mit der Rechtsform zu tun, aber das Handeln eines mittelständischen, einer Unternehmung, sage ich jetzt mal ganz bewusst, um nicht immer die Firma dazu suggerieren, sondern der Verein muss in seinen Strukturen und in seinem Handeln unternehmerischer werden. Und dann eben auch den Zugriff haben, das heißt, das sind wir wieder bei all denen, die ich damals adressiert habe. Dynamo Dresden wird es nie alleine schaffen, nie alleine schaffen. Was wir brauchen, sind zum Teil heute auch hier, neben den Mitgliedern und Fans, die sind sowieso da. Ja? Und wir haben zum Beispiel auch das 25.000. Mitglied, was wir jetzt im Rahmen von 70 Jahre Dynamo Dresden im Februar küren werden, beziehungsweise beglückwünschen werden als Mitglied der Sportgemeinschaft. Aber wir brauchen die Unternehmen dieser Region, die Dynamo Dresden als ganz, ganz wichtigen Bestandteil. Und wir brauchen die Landeshauptstadt und das Land Sachsen an unserer Seite, um gemeinsam in diese eine Richtung zu marschieren, was ja auch in dem einen Leitsatz zum Tragen kommt. Eine Nachfrage noch zu diesem Komplex. 70% von befragten Fußballfans haben in einer Umfrage vor anderthalb Jahren gesagt, dass sie die Mitgliederführung ihres Lieblingsclubs als wichtig erachten. Andererseits muss man sich ja auch den Gegebenheiten im Hier und Jetzt anfreunden, müssen wir nicht drum herum reden. Wir reden mindestens von einem mittelständischen Unternehmen, selbst bei einem Drittligisten. Ist da noch ein mitgliedergeführter Fußballverein zeitgerecht? Ich bin ein bisschen vorsichtig, der Begriff mitgliedergeführt suggeriert ja etwas. Und ob das wirklich so ist, zunächst einmal hat er eine Vereinsführung. Ja? Die Mitglieder in der Mitgliederversammlung, das ist das höchste Organ. Und letztendlich stellt es gibt so drei Stufen, ich sage mal, das ist so das Normative der Vereinsführung. Dort werden die Leitplanken aufgestellt, da wird man über die Ziele sprechen. Und die Ziele hat man in diesem Leitbild verankert 2017. Und jetzt ist es ja die Aufgabe, den Weg dahin zu beschreiben. Also wo wollen wir hin und wie erreichen wir das? Das ist dann die Aufgabe zum Beispiel konkret des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung, die gemeinsam den erweiterten Vorstand zum Beispiel bilden. Das ist der Job, den wir zu machen haben. Das sind die Hausaufgaben. Das haben wir im Sommer 2021 gemacht. Zunächst einmal mittelfristig, weil wir uns gesagt haben, wir gucken erstmal nur auf bestehende Erfolgspotenziale. Langfristig gesehen, um sich da wirklich zu etablieren, müssen wir auch zukünftige Erfolgspotenziale ins Auge fassen. Da rede ich über Stadion, über Infrastruktur, über Digitalisierung, über solche Themen. Denn Fakt ist, und das ist der Unterschied zu Union Berlin, Dynamo Dresden hat heute keinen Zugriff letztendlich auf wichtige Ertragspotenziale, die dieses ganz besondere Stadion, was wir haben, letztendlich betreffen. Also da müssen wir ran. Das ist ein bisschen auch begründet in der Geschichte, in der Historie 2009, als das Stadion gebaut war und die Verträge 2007 bis 2009 gemacht wurden, ist ja mittlerweile ja etwas, was jeden der Geschäftsführer bei Dynamo Dresden eben halt als erstes mit auf dem Tisch liegt, das Thema Stadionverträge, Betriebskostenzuschüsse und so weiter und so fort, komplexes Thema. Also ich glaube grundsätzlich, wenn man mich fragt nach meiner Meinung, wir reden, und da hat Holger schon gesagt, wenn wir über unternehmerische Führung reden, reden wir nicht über Ausgliederung oder irgend so ein Kram. Darum geht es überhaupt nicht. Und es geht über das Handeln innerhalb des Vereins. Wie sind wir da aufgestellt? Und das müssen wir besser machen. Grundsätzlich, ich übersetze es immer so, in meinen Augen ist Dynamo Dresden ein traditioneller Mitgliederverein. Und das ist gut so. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es ein hohes Gut. Die Anzahl der Mitglieder und wie soll ich sagen, dass die Identität der Mitglieder ist auch Ausdruck der gesellschaftlichen Verankerung in einer Region, in der Stadt Dresden. Und das macht vieles aus von unserem Erfolg. Deswegen halte ich gar nichts von dieser Debatte, die dann in Richtung Ausgliederung geht oder so etwas. Aber wie wir das machen, die Art und Weise, das ist ganz entscheidend. Und da müssen wir, glaube ich, eben halt mit Mut und Zuversicht, Vertrauen und Zutrauen auch mal neue Wege gehen. Wenn wir nicht dazu bereit sind, wird es extrem schwierig. Niklas, zum Fußball gehört auch der Nachwuchs und die Nachwuchsarbeit von Dynamo, das sieht man zum Beispiel bei der A-Jugend, die ist richtig gut in diesen Monaten, in diesen Jahren. Du bist auch im Nachwuchs von Dynamo Dresden groß geworden, hast noch ganz andere Trainingsbedingungen als deine Nachfolger. Durch die Trainingsakademie ist jetzt alles nochmal besser geworden. Da kann Dynamo Dresden dem Nachwuchskicker von morgen schon einiges bieten, oder? Nee, ist nicht an. Dann tausch mit. Nicht, dass du dich mit meiner Binde aus. Haben wir, ich würde mal von Klaus, sollen wir das Mikrofon nehmen? Wir geben es wieder zurück. Ja, ja. Ich bringe es gleich zurück. Also zuerst einmal die Bedingungen
die ich in der Jugend hatte, die waren auch schon nicht so schlecht. Ich glaube, der Herr Sammer könnte da von früher noch ganz anderes erzählen. Wir hatten auch immer ja, zumindest einen Kunstrasen oder einen Rasenplatz. Und von daher ging es uns da auch nicht schlecht. War dann auch schon hier an der Messe. Und natürlich jetzt heute muss man sagen, das ist mit dem Trainingszentrum absolutes Bundesliganiveau. Dass die U19, die U17, dass die mit im Gelände drin sind, das hätten wir uns damals in der Jugend auch gewünscht, so nah an den Profis dran zu sein. Und ich glaube, dass das auch den Jungs einen Schub gibt, dass er mit so einem Trainingszentrum auch die Chance hat, talentierte Jungs hier nach Dresden zu holen, denen zu zeigen, hier habt ihr die besten Möglichkeiten, euch zu entwickeln. Von daher glaube ich, ist jetzt alles gegeben und es liegt am Ende des Tages ja, an den Jungs selber, sich hier hochzuarbeiten und sich durchzusetzen bis zu den Profis. Aber es ist natürlich auch cool für die Jungs. Also wenn ich zum Beispiel den Jonas Ömichen am Wochenende sehe, am Sonntag, der kommt zu seinem ersten Drittliga-Einsatz. Paul Lehmann hat auch seine ersten Drittliga-Minuten in dieser Saison schon geschnuppert. Wir merken ja, okay, Leistung wird belohnt. Absolut. Die beiden Jungs sind auch regelmäßig bei uns mit dabei. Du hast auch schon angesprochen, die A-Jugend, die macht sowieso einen sehr guten Job in ihrer Liga. So gut war meine Truppe damals in der A-Jugend nicht. Aber ich glaube, ja, wenn wir auch über die finanziellen Dinge und alles drumherum reden, dann muss es ja noch mehr der Anspruch sein, auch was man in der Vergangenheit schon für Spieler entwickelt hat, dass man hier die Jungs hochführt und ja, zu Profis macht. Ist das, für dich war es was Besonderes, auch durch den Papa, durch die Gene, die du trägst. Aber ist das für die Jungs, für auch damals dein Altersjahrgang, du kannst es ja ein bisschen einschätzen, immer noch was Besonderes für Dynamo Dresden, auch im Nachwuchs zu spielen? Ja, selbstverständlich. Also als Jugendlicher bist du ja auch Fan. Du bist ja trotzdem, wenn du nicht gerade selber Spiel hast, bist du jede Woche im Stadion, schaust dir die Profis an, bist auch dann unzufrieden, wenn es nicht läuft und fängst auch an zu schimpfen. Bis du irgendwann selber unstehst, dann merkst du, es ist doch nochmal eine andere Nummer. Aber klar ist das was Besonderes, vor allem natürlich für mich. Wenn ich weiß, der Papa hat hier schon gespielt und seine Spuren hinterlassen, dann hast du den Antrieb und den Ansporn hier natürlich auch, ja, Teil dieses Vereins zu sein. Wer jetzt vielleicht fragt, wer uns im Stream zuschaut oder hier im Saal fragt, was es mit dem Trikot auf sich hat, warum dieses Trikot, es ist dein Trikot von Niklas Hauptmann. Das ist das Geburtstagstrikot, also nicht das Jubiläums, aber das Geburtstagstrikot gibt es ab sofort für natürlich 70 Euro. Muss man irgendwie die Vereinsgeburtstag irgendwie mit einbringen. Und darauf gibt es, ich kann kurz hinweisen, hier auch ganz besonders die 70 als ja, Markierung auf diesem Trikot, da kann man sich draufdrucken lassen. Also das ist so das erste Geburtstagsgimmick, was es da vom Fanshop gibt. Jürgen, wir haben über den Nachwuchs geredet, diese tolle Trainingsakademie, die es gibt. Wir haben über das Stadion schon geredet, wir haben die Geschäftsstelle auf der Enderstraße. Ich frage mich immer wieder, wo ist denn eigentlich das Zuhause von Dynamo Dresden? Man hat ja sicherlich jetzt nicht wieder FC Bayern, da sagt man Säbener Straße. So. Klaus Sammer sagt Großer Garten. Wo ist das Zuhause von Dynamo Dresden? Ja, der große Garten ist es ja nur noch bedingt. So. Was so das Sehnen nach einer Vereinsheimat, das eint natürlich auch viele Fans. Ja, also bevor ich die Frage beantworte, das ist auch wirklich ein großes Problem, was wir vorgefunden haben. Diese Trennung, wir haben im Ostra-Gehege, haben wir jetzt im Bereich der Messe, wie Niklas sagt, da haben wir diese beiden Standorte jetzt, die wirklich top, Walter-Fritsch-Akademie, das ist wirklich unglaublich, was man dort geschaffen hat, Respekt, Chapeau, das ist einfach großartig. Wir haben die NWA in den Bereichen des alten Schlachthofes, das Stadion mit leider den nicht mehr vorhandenen Plätzen im großen Garten, die legendären Plätze, die Trainingsplätze, die Wiesen und dann seit 2009 vorübergehend die Geschäftsstelle an der Enderstraße. Vorübergehend? Ja, das ist ein Running Gag bei uns intern. Also, es war mal vorübergehend geplant, nachdem man aus dem Steinhaus raus musste und so weiter. Aber konkret, wo ist die Heimat? Ich habe das im Juni vorgestellt und Fauxpas. Ich war voller Enthusiasmus. Wir haben immer wieder Überlegungen gehabt, zum Beispiel im Umfeld der Walter-Fritsch-Akademie des Neubaus eben halt etwas zu schaffen. Wir waren noch kurz davor, dort verloren gegangene Flächen vielleicht irgendwie wieder nutzbar zu machen. Das ist uns im Endeffekt leider nicht gelungen.
Vodafone hat dort das bessere Los gehabt und letztendlich dort auch zugeschlagen. Aber bei der Frage nach der Vereinsheimat, nach dem Standort, da bin ich wieder bei dem Thema 12, die wir vorhin gehört haben. Lenné-Straße 12 ist die Vereinsheimat. Und das wird auch immer so sein. Und unsere Aufgabe ist, glaube ich, und das hatte ich angekündigt und es mir leider nicht gelungen, aufgrund auch persönlicher Schwierigkeiten, die es gab im gesundheitlichen Bereich, dieses Projekt so durchzuziehen, wie ich mir es vorgestellt hatte, nämlich wir brauchen ein Stadionentwicklungskonzept für die Lenné-Straße 12. Das ist das, worum es eigentlich geht. Und es muss uns gelingen, nicht nur eben halt die Heimstadt von Dynamo Dresden wieder dort in dieser Form zum Leben zu erwecken, also auch was das Thema Geschäftsstelle etc. angeht, sondern wir müssen dort diesen Standort derart weiterentwickeln. Was wir brauchen bei Dynamo ist, glaube ich, und das haben die ersten Diskussionen zum Projekt 70 Jahre gezeigt, erzähle ich jetzt nur, was aus den Reihen unserer Fans und Mitglieder kam, dass wir einen Ort brauchen, wo wir in der Lage sind, Tradition zu leben. Es gibt kein Vereinsmuseum, das haben wir nicht. Wir werden jetzt sehen, es ist übrigens auch ein Projekt, was stattfinden wird in den Festwochen, dass wir eine Aktion machen, 70 Jahre, 70 Trikots, mit Unterstützung von Jens Genschmar, der das Fußballmuseum hier in Dresden betreibt, ganz treuer Begleiter, eben von Dynamo Dresden auch, und den Kolleginnen und Kollegen von Merchandising GmbH, sprich dem Fanshop, wie wir gemeinhin sagen, von Dynamo Dresden, Felix und Vanessa sind heute auch hier, werden wir eine tolle Aktion haben, wo wir Trikots präsentieren, alles Fundstücke aus der Tradition von Dynamo Dresden und wo dann auch das neue Sondertrikot 70 Jahre präsentiert, was am Traditionsspieltag dann gegen Mannheim eben auch gespielt werden soll, weil es am 12.04. geht, wir spielen dann in Saarbrücken, auswärts wollten wir das nicht machen, deswegen machen wir es dort dann zu Hause, das nochmal als kleinen Einblick, aber die 12, Lenné-Straße 12 ist der Standort, aber nicht nur Tradition, sondern auch ein Ort des Gedenkens. Wir haben das gemerkt, wie hoch die Anteilnahme war 2022 im Januar, als Dixie von uns gegangen ist. Wir brauchen einen Ort, wo wir auch die anderen Legenden von Dynamo Dresden, wo wir ihnen gedenken können. Wir brauchen aber auch einen Ort, wo wir, Tradition geht ja oftmals auch einher, mit Schattenseiten, also Stichwort Stasi-Vergangenheit, solche Dinge aufzuarbeiten, damit umzugehen. Ich war kürzlich bei Rapid Wien zur Verabschiedung eines Kollegen, habe das Rapideum besucht, deren Fußballmuseum, dort wird zum Beispiel die Nazi-Zeit, Rapid ist ein Club von 1899, also die haben dort auch eine Vergangenheit in der Nazi-Zeit, das wird dort aufgearbeitet. Alles solche Dinge dort am Stadion entstehen zu lassen, sodass es eine echte Erlebniswelt wird, eine Heimat wird, mit der sich alle, und da sind wir wieder bei dem Thema Identität, eben auch identifizieren. Und alles, was ich höre aus dem Umfeld des Vereins, ist Lenné-Straße 12, das ist unsere Heimat. Leider steht unsere Anzeigetafel vom alten Stadion mittlerweile auf dem Gelände des Arnoldbades. Also lieber Herr Gabriel, da müssen wir nochmal drüber reden, wie wir das wieder irgendwie eingemeinden. Aber solche Dinge, da merkt man in der Diskussion darum, darum dreht sich letztendlich alles. Es ist letztendlich das Rudolf-Habich-Stadion mit dem Umfeld und natürlich gehören irgendwie die jetzt nicht mehr vorhandenen Plätze im großen Garten dazu, aber wir haben da noch viele, viele Ideen und ich hoffe, wenn wir einen Teil davon umsetzen können, dann trägt das dazu bei, dass dieser Verein wieder dorthin kommt, wo er auf jeden Fall schon mal auch emotional war. Weil Jürgen Wieland jetzt die Trikots erwähnt hat, die vielen Trikots, die getragen wurden, musste ich natürlich an Sie denken, da wird auch ein Trikot dabei sein, was Sie in der Art getragen haben, aber auch ein Trikot, was Ihr Sohn getragen hat, Matthias Sammer. Wie denkt der eigentlich aktuell über Dynamo Dresden? Aber jetzt nicht schon wieder. Die Frage ist ganz schwer zu beantworten. Ja, ist natürlich, da brauchen wir uns nicht vormachen. Er ist nach wie vor, er ist bei Dynamo Dresden groß geworden im Nachwuchsbereich. Und wie gesagt, er ist ja ausgebildet worden und das wird er nie vergessen. Das ist Fakt, ist das. Das ist natürlich jetzt auch ein Aufruf jetzt mal an Dynamo Dresden. Dynamo Dresden ist entstanden nicht durch Spieler holen von dort, sondern das ist wirklich Bezirk Dresden gewesen und daraus hat sich Dynamo Dresden entwickelt. Und das muss einfach wieder reinkommen. Ich sage immer wieder, aber jetzt entschuldigt bitte das Wort. Immer, wenn jetzt sag mal, ein Wessi-Trainer da war, der hat immer gesagt, nein, das gab es bei uns nicht. Mit 17, mit 18 schon in die erste Mannschaft. Nein, das muss noch weiter mit 22 eventuell.
Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Ich musste, weil ich nicht in der Partei war, musste ich 10 Jahre im Nachwuchsbereich arbeiten und habe daraus sehr viel gelernt. Deswegen habe ich damals auch den Ulf Kirsten und den Stübner sofort in die erste Mannschaft reingenommen, sofort als Stammspieler. Sie konnten noch ein Jahr A-Jugend spielen. Das Gleiche habe ich dann mit Matthias gemacht und das Gleiche habe ich dann später gemacht mit Zickler und mit dem Beuchel nach der Wende. So. Es klingt natürlich jetzt so absolut brutal, aber ich habe die Auffassung, dass es nur so geht, dass dabei das Geld eine riesengroße Rolle spielt, das ist klar. Aber ich sehe immer wieder, es werden Spieler ausgebildet, schwupp sind sie weg und wir holen andere ran. Nichts gegen andere von irgendwoher anders her, aber das ist das, was mir nicht gefällt. Wir haben vielleicht 1-2 Dresdner noch drin und alle sagen natürlich, wir sind heimatverbunden, das ist ganz klar, das ist der beste Verein und das ist, gehört doch einfach dazu. Da wäre ich ja blöde, wenn ich mich jetzt als Spieler äußern würde und sage, scheiß Verein, was weiß ich, scheiß Fans, was weiß ich. Da halte ich doch lieber die Stauze und du das alles loben, wir haben doch das Gleiche durch. Denn ich habe die, also wo ich nach Dresden komme, wenn du lang bist, alles drum und dran, mich haben sie am Anfang ausgepfiffen nach Strich und Faden. So, da habe ich gesagt, die Fans, die Dreckschweine, denen will ich es aber zeigen. Und dann habe ich es auch gezeigt und habe meine Aufgabe dann erfüllt und bin noch Nationalspieler geworden in diese Richtung. Ja, das gehört alles zusammen. Aber ich wünsche Dynamo Dresden trotzdem, und das hängt dann mit dem Geld zusammen, immer umso höher ich spiele, umso mehr Geld wird eingenommen. So, und das ist meine Bitte. Jungs, steigt auf. Ich frage trotzdem nochmal nach, Jürgen Wehland. Sammer Junior sitzt in der DFB-Taskforce, ist Berater bei Borussia Dortmund. Würde sein Rat, sein externer Rat Dynamo Dresden gut tun? Ja, ich glaube, dass das, ich sag mal, unbestritten in seiner Kompetenz. Also wenn man seine Erfolge anschaut beim DFB, beim FC Bayern, 10 Titel alleine in der Zeit, wo er da war, das ist unangefochten. Ja, also ich glaube, er tut jedem Verein gut, aber er hat ja auch seinen Schwerpunkt klar definiert und der ist nun mal neben seiner Arbeit im Medienbereich dann schwerpunktmäßig zumindest bei Borussia Dortmund. Aber wissen Sie, ich sag mal, also abgesehen davon, dass wir Kompetenz im Club haben, ist es eh so, dass wir uns austauschen. Ja? Und wenn Sie da fragen, eben halt konkret eben auch andere Clubvertreter, mit denen man spricht, wie war das damals bei euch, wie seid ihr diesen Weg gegangen? Das meint man vielleicht nicht, aber da gibt es einen regen Austausch auch unter den Verantwortlichen. Kann man sagen, zu meiner Osnabrücker Zeit war Aki Watzke zum Beispiel jemand, mit dem ich damals auch gesprochen habe. Ist es richtig, diesen Weg auch zu gehen? Und was braucht es dafür etc. pp.? Weil er war ja auch so in gewisser Weise, zumindest als Schatzmeister war er schon beim BVB, aber ein Quereinsteiger im Grunde genommen, was diesen Job angeht, den er dann dort gut gemacht hat. Nicht everybody's darling, das kannst du auch nicht sein in so einem Job. Ja, nur Nullen haben keine Ecken und Kanten, insofern eckt man immer wieder an, das sage ich jetzt mal aus eigener Erfahrung, aber du bist eben halt, und da bin ich wieder bei Matthias, das ist eben ein streitbarer Mensch, aber mit unglaublicher Kompetenz, finde ich, und ich selbst habe von ihm viel gelernt. Klaus, Sie haben gerade schon gesagt, Sie wünschen dem Verein natürlich in naher Zukunft auf jeden Fall den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ich glaube, das eint ja den gesamten Saal, dass man sich die Rückkehr in die zweite Liga wünscht und dass man dann erstmal aus dem Fahrstuhl aussteigt und eine Weile sich dort möglicherweise etablieren kann. Wir haben es gehört heute Abend, jeder weiß es, Sie haben Meisterschaften, Pokalsiege errungen, Sie haben im Europapokal gespielt, Sie haben in der ersten Bundesliga an der Trainerbank gestanden oder an der Seitenlinie als Trainer gestanden. Ist sowas nochmal realistisch oder ist der Zug, Stichwort Europapokal, Stichwort erste Bundesliga, abgefahren? Also man darf nicht träumen oder man sollte träumen. Das heißt, es ist alles möglich. Und wie gesagt, ich habe nicht umsonst gesagt, das wäre schön, wenn die Dynamo Dresden aufsteigen würde in diese Richtung. Es gibt immer eine Entwicklung. Natürlich sage ich, ich war selbst Spieler etc. und war dann später Trainer. Es geht aber nichts, man muss sich schinden, nur so geht es. Und wenn ich daran denke, was wir damals trainiert haben, das war ja, also aus meiner heutigen Sicht völliger Unsinn.
Da haben wir haben ja kaum einen Tag frei gehabt, haben jeden Tag Montag dreimal trainiert, ansonsten zweimal und wie gesagt, und von wegen hier mal 30 Minuten oder sowas. Also unter 90 Minuten überhaupt nicht. So 90 Minuten bis 120 Minuten pro Trainingseinheit. Und das, ich, um Gottes Willen, das war damals, also ich habe dann später studiert und da, das ist natürlich jetzt nicht richtig, weil wir konnten kaum was für die Schnelligkeit tun, weil wir so viel Training hatten. Denn wenn du Schnelligkeit machst, musst du total ausgeholt sein. Deswegen haben sie ja jetzt sechs Trainer und das wird alles systematisch in diese Richtung durchgeführt. Aber wie gesagt, eins steht fest. Und wenn ich den Niklas zum Beispiel sehe, der bei dem letzten Spiel, der hat nicht hundertprozentig gut gespielt. Aber eins hat er gemacht und das brauchen alle. Er hat gekämpft. Das hat man richtig gesehen. Er hat wirklich nicht bloß 100%, er hat über 100% gegeben. Und das ist das, was mir gefallen hat. Und das muss man einfach... Und das muss man einfach in der Mannschaft umsetzen. Das ist das, was mir gefällt. Und dort kommen dann auch die Erfolge. Dort kommen dann auch die Erfolge. Und ich kenne das aus meiner Zeit noch, wo wir dann schon mal Meister und Pokalsieger waren. Und dann, tja, am Anfang hatten die Mannschaften, wo sie nach Dresden kamen, keine Angst. Aber dann, wo wir das waren, hatten sie Angst. Aber wie gesagt, wir waren gar nicht richtig fit und haben trotzdem gewonnen, weil wir das Selbstvertrauen hatten. Und das sind solche Dinge, die sich dann entwickelt haben. Aber ich wünsche jedenfalls euch alles, alles Gute. Alles, alles Gute. Holger. Das liegt ja auf dem Verein, das Ganze durch das Leitbild, wir haben einen Traum. Ist das Träumen vom 100. Europacup-Spiel nur ein Traum? Ich träume von mehr. Von ja, was? Ja, ich meine, 99. und 100. Spiel ist gut und schön, aber wir wollen uns ja dort etablieren, ja, und dann weit mehr als 100 Europacup-Spiele hier dann gemeinsam erleben. Das ist, oder alles ist möglich, nichts ist unmöglich, gab es auch mal einen alten Werbespot. Wenn wir kontinuierlich an uns glauben, zuversichtlich bleiben, Stück für Stück unsere Hausaufgaben tatsächlich erfüllen, dann ist die Erreichung dieses Traumes nicht unrealistisch, aber wie gesagt, das Heute, Hier und Jetzt muss absolut im Fokus bleiben. Und wenn ich hier, weil ich befürchte, dass unsere Zeit bald abläuft, zwei Wünsche äußern darf, weil es ging um einen mitgliedergeführten Verein und das ist uns natürlich auch eine Herzensangelegenheit. Die Führungsstrukturen sind dann natürlich, wie Jürgen sagte, was das Tagesgeschäft angeht, nochmal andere. Aber wir haben 25.000 Mitglieder. 25.000 Mitglieder. Und dann haben wir einmal im Jahr Mitgliederversammlung, mindestens einmal im Jahr die ordentliche Mitgliederversammlung. Und da waren zuletzt 400, 500, zuletzt 700 Mitglieder anwesend, die dann die Geschicke des Vereins lenken und leiten. Wir akzeptieren das, wir respektieren das, wir schätzen jeden Einzelnen, jede Einzelne, die dort da ist. Aber wo sind denn die anderen mehr als 24.000? Es müssen nicht so viel sein, die kommen auch von weit her. Wir haben die Hamburger Dynamo-Fans, ja, und natürlich in Baden-Württemberg und in ganz Europa, in der Schweiz haben wir über 200 Mitglieder, sogar in Australien, in den USA haben wir Mitglieder. Die können nicht alle anreisen. Aber bitte, bitte, wenn Ihnen, wenn euch der Verein wirklich am Herzen liegt, dann kommt zu den Mitgliederversammlungen, äußert euch dort, sagt eure Meinung, zeigt eure Haltung. Und dann lasst uns gemeinsam diesen Verein weiterentwickeln. 700 Mitglieder bei der Versammlung sind nicht repräsentativ genug für mich persönlich, für mein Demokratieverständnis. Und das wäre meine Hoffnung, meine Bitte, dass wir hier noch mehr Mitglieder dazu bewegen, dass sie erkennen, dass sie ihr Recht auf Mitbestimmung dort ausüben. Mein zweiter Wunsch wäre, und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis, ohne jetzt die Veranstaltung abmoderieren zu wollen, aber Dixi Dörner waren deine Eingangsworte, deine Eingangserwähnung und wir haben ja auch Vertreter der Stadt, Herr Gabriel und Co. im Saal. Lasst uns gemeinsam an diesem Strang ziehen, dass Dixi Dörner nicht nur ein Denkmal irgendwo, irgendwann erhält, sondern eine Straße nach ihm wenigstens benannt wird, wenn schon die Ehrenbürgerschaft so juristisch nicht mehr möglich ist. Und weil ja jetzt so ein Aufruf gestartet wurde, Dresden sucht nach einer Straße für Dixi Dörner. Ich sage mal meine ganz persönliche Meinung, ist jetzt nicht repräsentativ für Dynamo Dresden, aber wir können doch nicht zum Beispiel ernsthaft diskutieren, eine Lenné-Straße umzubenennen.
Der Herr Lenné war ein Landschaftsplaner erster Güte, erster Qualität. Der hat das Andenken verdient. Wir können ihm doch nicht die Straße wegnehmen und dann Dixie Dörner draus machen. Wir werden für Dixie Dörner aber eine andere würdige Straße oder einen Platz finden können in Dresden. Mein ganz persönlicher Vorschlag wäre, auch nach den Erzählungen in diesen Trauerwochen von seiner Lebensgefährtin Frau Hasbacher, seinem Sohn Steffen, Tochter Manuela, die mir sagten, er liebte die Natur, er fuhr gern Fahrrad, gerade an Wochenenden Ausflüge, dann mal ein Bierchen im Schillergarten und so, und er radelte dort entlang und er ist ganz bestimmt auch diesen Teil des Messerings entlang geradelt, wo jetzt dann unser Trainingszentrum steht. Es wäre doch aus meiner Sicht total genial. Der Messering ist so groß, um das ganze Gelände drumherum. Lass doch den westlichen Teil weiter Messering heißen und wir benennen diese Allee, die hinführt zu unserem Trainingszentrum, Dixie-Dörner-Allee. Und dann hätten wir unsere AOK Plus Walter Fritsch Akademie mit der genialen Adresse Dixie-Dörner-Allee. Was Schöneres als Andenken kann es doch kaum geben. Bevor wir irgendwo JWD in Dresden in irgendeinem Stadtteil eine Straße nach ihm benennen, dann lasst uns doch diese Straße, wo das Trainingszentrum uns ja auch eines Tages gehören wird, das wird ja zum Eigenkapital des Vereins gehören, und das dann so zu verweben mit der größten Legende des Vereins wäre mein persönlicher Wunsch. Und jetzt hoffe ich, dass das vielleicht die eine oder der andere im Verein auch so sieht. Der Applaus hat es ein bisschen gezeigt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, Jürgen, denn die Regeln der Stadt lassen es, also nicht hier heute, sondern die Regeln der Stadt lassen ja erst zu, dass man erst 5 Jahre nach dem Ableben dazu überschreitet, dann eine Straße nach einer Persönlichkeit zu benennen. Auch ganz schön lang, oder? Also, das war jetzt, aber ja, so sind die Regeln. So sind die Regeln und also ich kenne ihn ja ein bisschen oder habe ihn ein bisschen besser kennengelernt in den letzten 2 Jahren. Holger wird ja keine Ruhe lassen, so kenne ich ihn. Und auch alle mobilisieren. Ich finde es sehr wichtig, dass wir diesen Schritt gemacht haben und bin dankbar für die Gründungsstifter, die das ermöglicht haben, aber auch eben halt Felix Lorenz, der gemeinsam mit Thomas Blümel damals eben auch die Idee hatte, die Dixie-Dörner-Stiftung ins Leben zu rufen. Und wir haben ja das unter die Überschrift gestellt, frei nach einem Zitat von Immanuel Kant, Tod ist nur, wer vergessen wird, und wir werden viele, viele Veranstaltungen machen unter dem Namen der Stiftung, Dixie-Dörner-Stiftung, und dass die Stadt sich jetzt beteiligt, ist schon mal ein richtiges Signal, finde ich, ein wichtiges Signal. Bin auch sehr froh, dass die Familie zugestimmt hat, dass das ermöglicht wird jetzt und dass wir gemeinsam jetzt diese Stiftung groß machen können und dass die Stiftung viel, viel Gutes eben auch im Fußball bewirken kann. Und das finde ich sehr wichtig eben halt, und das vor allen Dingen in seinem Andenken eben halt ihm dort jetzt, hoffe ich, auch nach den Grundsatzentscheidungen, die bei der Stadt anstehen, dort entsprechend würdiger Weg und Rahmen auch gefunden wird, was dann, wie gesagt, das angeht. Wir haben viel über Träume gesprochen heute Abend. Niklas, wovon träumst du? Von einigen Sachen. Ob die jetzt alle hierher gehören, weiß ich nicht. Ach, lass uns an den sportlichen Träumen doch ein bisschen teilhaben. Ja, die anderen Träume, also, die Bälzen, bitteschön für dich. Ich glaube, da müssen wir nicht drum herum reden mit Dynamo Dresden. Es wurde auch schon angesprochen. Mein persönlicher Anspruch und auch der Anspruch des Vereins ist, mindestens eine Etage höher zu spielen. Und da ist Träumen ganz gut, aber Machen noch besser. Sehr gut. Und dafür ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man eine Gemeinschaft ist, im Sinne von Dynamo Dresden, getreu dem Motto, keiner ist größer als der Verein. Ich danke für den Abend hier in Radeberg. Danke an meine Gesprächspartner Niklas Hauptmann, Holger Scholze, Klaus Sammer, Jürgen Wehland. Vielen Dank für diesen Abend. Ich wünsche uns, ja, das darf man glaube ich schon sagen, sportlich erfolgreichere Zeiten, einen schönen Countdown bis hin zum 70. Geburtstag, bis zum 12. April. Danke an alle Gäste hier im Radeberger Brauereiausschank. Danke an alle Zuschauer im Stream. Danke an Radeberger. Danke an das Team hinter den Kulissen. Einen schönen Abend hatten wir hier. Denkt an das Sondertrikot, das es hier gibt, an das Geburtstagstrikot. Es gibt dann noch ein Jubiläumstrikot. Also von daher, es ist für einiges gesorgt in den nächsten Wochen. Ich wünsche uns allen,
wie gesagt, einen schönen, schönen Countdown. Und ja, das Motto heißt, wir sind eine Gemeinschaft. Einen schönen Abend aus Radeberg.